in Deutschland, weil ihr in Deutschland lebt, da ist es natürlich kein Zwang. So, also im Islam haben die Frauen keine Rechte. Die dürfen gar nichts, ja? Wer das sagt, der hat wahrscheinlich seine Religion nicht verstanden. Sobald die Scharia kommt, sobald es islamisiert wird hier auf der Welt, ja, wie die ganzen Moslems das sagen, oder ein Land komplett so ist, dann hat keiner mehr was zu sagen. Dann wird das gemacht, was in euren Büchern, in euren Schriften steht, ja. Da kann nicht einer sagen, nee, das will ich nicht und das will ich nicht und das will ich so. Dann wird das so gemacht, weil es so euer Glauben sagt. So, ich bin fertig. Hope, du hast gerade geredet, bevor du Behauptungen von dir gibst, bring uns erstmal die Beweise, ja, weil einfach nur so Ich brauche dir drumherum keine Beweise reden. zu geben. Doch, Deine doch, doch. Bücher Wenn du sind Hope, warte mal, Beweise. lass mich dich da mal unterstützen. Warte mal, Hope, lass mich dich da mal Nein, 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 unterstützen. nein, warte, warte. Mohammed, Ich rede erstmal mit Hope. Du hast. Nein, 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 nein. Hope hat willst geredet, sie Beweise? redet. Schau mal, Hope ich möchte Hope Beweise? insofern Redet. unterstützen, weil, Nein, schau du mal, brauchst ich sie kenne nicht zu mich mit den unterstützen. Quellen Ich aus. habe mit ihr geredet. Abu, du willst Bitte Beweise? mischt euch nicht ein. Du willst Bitte mischt euch nicht Beweise? ein. Kein Problem. Moritz, sag mir mal die Versen, bitte. Schau Oder mal, die also selber, wenn Hadithe oder Mohammed weiß der sagt, schau Kuckuck. mal, wenn Mohammed selber sagt, dass Frauen weniger intelligent sind als Männer, weniger wert in der Religion und die größte Anzahl an Krass, Höllenbewohner, aber. dann hast du schon eine komplette unterschiedliche Behandlung. Vor allem, wir wissen ja, wie die vom Scharia-Gericht, dass die Hälfte an Zeugenaussagekraft haben, die Hälfte Erben, dass du als Frau viel, viel leichter in die Hölle kommst, viel, viel leichter eine Sünde begehen kannst. Ihr seid so witzig, ehrlich. Bevor es Islam gab, hat die Frau überhaupt keine Erben. Eine Frau Ja, hat keine Rechte. aber Weißt du, was eine guck Frau im mal. Islam In darf? Deutschland, ihr Sie darf Frauen habt Kinder selber keine Rechte bekommen gehabt. und sie darf kochen und Ja. den Haushalt machen. Das darf eine Und sie darf Frau. studieren. Sie hat nämlich auch angefangen, dürfen zu studieren. Dann Und in Deutschland muss also der die Mann blaue Arbeitsvertrag für die Frau Unis-Kette unterschreiben, für wie es vor Frauen. 20 Jahren noch. Dürfen die Frauen in Afghanistan studieren, liebe Jessica? Ist Ja, dürfen sie. Afghanistan Islam? Das ist In Islam, überhaupt Afghanistan. nichts zu Ihr tun. redet die Afghanistan. ganze Okay. Zeit von Afghanistan. Ihr redet die ganze Zeit Ja, von eben. diesem Ah, ganzen warte, das ist Land. ja. Ja, ich kann dir auch erklären, warum das Sinn macht. Man muss ja auf die Länder schauen, wo schon der Ihr strenge Christen, Islam guck mal, gilt. guck mal. Oh, ihr Ja, Christen, deshalb vergisst macht das Sinn. niemals, was ihr mit Afghanistan gemacht habt. Lenk nicht ab. Ja. Abu, bitte Nein, nein, lenk nein, nein, nicht. nein. Abu, Ihr lenk habt. nicht ab, Abu, wir reden schlenkt gerade über den ab, Islam. Jetzt die halt schon mal mit Leute in Christen. Sorry, Afghanistan, Wenn ihr über Afghanistan redet, wenn warte ihr mal, über diese Leute, Afghanistan die in redet, Afghanistan dann leben, muss man die Ursache das finden, sind die warum es wahren so passiert Moslems. ist, ja? Das sind die Guck mal, wahren Hope. Moslems in Ach so, Afghanistan. wir haben den Was Koran sind? geschrieben, oder warum ist das Nein, 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 passiert? nein, das meine ich nicht. Ja, Afghanistan war doch, zum dann Beispiel redest du früher einfach ein sehr Scheiße aus. modernes Abu, Land. weißt du, wie man diese Moslems hier in Afghanistan, wenn Deutschland du dich mal nennt? richtig informierst, war Afghanistan früher ein modernes Land. Ja, Bis Abu der Löwe, wir Westen reden kam. aber gerade Was nicht ist über, der Abu Löwe, Bildschirm wir reden gerade Bagi nicht über und eine solche politische Taten? Sache. Wir reden gerade darüber, Und was diese jetzt dort in sogenannten. Afghanistan ist, aufgrund der Ja, aber dann Taliban, schaut ihr ja, doch mal, wie die das eine Land streng geht bei YouTube. muslimische Ansicht Geht hat. ihr Darum reden wir YouTube, gerade nicht schaut darüber, irgendwie über Afghanistan an. Politik Du und so ein kannst Urlaub Scheiß, machen ja? in Nein, aber das Afghanistan. gehört dazu. Nein, das Wo gehört darf ich nicht mal ganz dazu. kurz Ja. Das sagen? gehört Wo könnte dazu. das für Und den wie Nein, das gehört Islam nicht dazu. Hier würde nichts Das ist passieren. Politik, ja? Darf ich mal was Das sagen? andere ist Religion. Afghanistan Abu, ist ein hier freies in Land. Deutschland, das sind EU-Moslems. In Afghanistan und den ganzen Ländern, wo das gemacht wird, was in den Büchern steht, das sind die wahren Moslems, weil die halten Hope, sich du hast nicht das, einmal was den der Koran Islam gelesen und sagt. redest. Ey, Ich ich bitte brauche den dich. Du hast Koran nicht nicht einmal zu den Koran lesen. Man gelesen. kann die ganzen Hadithe und die ganzen Sachen sich Welchen Hadith hast du bis rausnehmen. jetzt Und gelesen? weißt du, was ich sag dir manchmal was? Weißt du was? Das sagt über Hope, möge Allah dich der nicht Islam. Weißt du, ich Nein. brauche nicht die Bücher zu lesen. Das Ja, sagt der ich Islam. brauche Lass nicht. mal die Geschichte, Jessica wenn man reden. Muslim Die ist, sagt, ich brauche Jessica. nicht zu lernen. Ich Alter, sag's vor Schwede. Grund. Also hier, ich hab mal eine Frage an Abu Ja, lass mal Lego die auch Jessica wieder. reden. Die ist fast gar nicht zu Wort gekommen. Hope, Sie ist eine Hope, Muslimin. ich So, bitte dann soll dich, sie auch ne? mal zu Guck Wort mal, guck kommen. mal. Abu, Wenn lehnst du du mir, gerade guck, deine Schriften ab? antworte doch auf meine Lehnst du Frage. Ey, deine ich bitte dich, Schriften lass mich ab? doch mal Hope, lass sie mal ausreden, ja? reden. Er ist ein Mann. Meine Sein Güte, ey. Okay. Man kann hier nicht mal ausreden. Ja, wenn er ein Mann ist, dann darf ich jetzt auch reden. Mann, ey. Lass ihn doch mal Hope. kurz was Bring, fragen. guck mal, wenn du eine Sure komplett im Koran gelesen hast, ich werde jetzt rausgehen. Warte, Ein google es. Iman, weißt du was? Ich will gar nicht lesen.
Ja. Ich will, weißt okay, du was? Guck, ah. Seht ihr, liebe ich Leute, 120 Zuschauer gerade. Sie redet über den Islam, aber okay, sie hat nicht reden wir ab. Moment, Leute, bleibt mal ganz ich kurz. Ich muss eins sagen, ein Satz. Wie sieht es denn aus, wenn einer das einfach liest? Kann er das überhaupt verstehen oder muss das ein Imam sagen, erklären? Wie sieht das denn du weißt es aus? Doch am besten, du Warte redest mal, doch die ganze Zeit über Islam. Bitte auch. Du weißt doch, ich sag dir, ich gebe dir eine Antwort. Ich gebe dir eine Antwort. Ho. Muss das nicht ein Imam machen? Hör zu, hör zu. Würdest du den Koran lesen? Wallah, Bilal, du würdest sofort zu unserer Religion konvertieren. Die sag mal, bevor bei Allah, bei Allah, ja. Ja, ja, da musst du, ja, genau, lese mal die ersten vier Suren. Lese nur die ersten vier Suren und kriegst den Herzinfarkt. Unsere ist muslimische Schwester werden. Leute, ich möchte mich verabschieden. Ich möchte nur ein Schlusswort. Ich möchte nur noch ein Schlusswort sagen und dann bin ich auch weg, ja? Ja, am besten kannst du flüchten. So, Leute, an die 130 Zuschauer, die hier sind. Diese Frau hier hat sich einmal den Koran gelesen und meint, hier urteilen zu müssen. Ich brauch den Koran selber nicht zu lesen, das hat mir ein Imam gesagt. Lies bitte selber nach, informiert euch selber und bildet eure Meinung. Die wahren Moslems haben das Assalamu alaikum an meine muslimischen Geschwister und einen schönen Abend an die Christen. Guck mal, wie der abhaut. Abu, bitte. Bitte. Abu, komm, bleib Abu, auf korrekt. Wir reden komm. Auf korrekt, ohne Stress. Also, Hob, ich finde dich wirklich lustig. Weil du bist doch ein ja, Jessica, du bist lustig. Ja, Hob ist wie so eine Katze. Nein, ich bin keine Katze. Du bist einfach ein EU-Moslem, ja? Der keine Ahnung hat, weil die waren... Das Wort höre ich, also das Wort höre ich zum ersten Mal. Die kommen hier hoch und bestätigen die Leute. Die ist einfach respektlos. Die ist einfach nur respektlos. Die hat keine Erziehung genossen. Hob hat Angst. Hoffnung, aber du bist jetzt erstmal leise. Hör mir mal zu, du hast gar keine Ahnung. Du bist ein EU-Moslem, ja, der keine Ahnung von seiner Religion hat, weil ein wahrer Moslem, und hier waren schon sehr viele wahre Moslem, die haben das alles bestätigt. Hier waren auch Imane, die haben das alles bestätigt. Weil, ja, lustig, weil dass die eher uns zustimmen würden, als denen, die sich Muslime nennen. Lustig. Stellen, ja, was da steht. Was da steht, ist das, was da steht. Und daran glaubt ihr und ihr müsst daran glauben. Hoffnung, du dich genauso auf, wenn jüdische Frauen mit Kopftuch rumlaufen oder mit Perücken. Ja, hören wir uns alle dran. So, Islam-Content. Ich habe noch mal eine Frage, was ich eben schon... Warte, ich möchte erst mal was sagen. Du hast gerade gemeint, dich würde es auch stören, wenn eine Jüdin mit einem Kopftuch rumlaufen würde. Was stört dich denn so an diesem Kopftuch? Aber wo siehst du eine Jüdin mit Kopftuch? Ja, das ist ja blöd. Das war gerade eine Frage an ihn. Aber wo sieht man gerade eine Jüdin mit Kopftuch? Schaut mal, es geht nicht um das Kopftuch an sich. Es geht nicht um das Kopftuch an sich, sondern um die Bedeutung, die es im Islam hat. Kopftuch tragen. Ja. Bitte? Müssen die Leute in Israel um ihr Leben fürchten, wenn sie keinen Kopftuch tragen? Erstmal, erstens. Nein, ja, müssen sie nicht hier in Deutschland. Richtig. Müssen sie das in Iran oder Afghanistan, wenn sie keinen Kopftuch tragen? Beantworten Sie ja oder nein? Es kann sein, ich weiß es nicht. Ich habe noch nichts gehört und noch nichts gesehen. Okay, ja, du weißt es, aber du willst dich nicht aussprechen. Aber immerhin sagst du nicht nein, das respektiere ich schon mal. Also die Antwort ist ja. Aber guck mal, was ist das Problem, wenn eine Muslima in Deutschland ein Kopftuch trägt? Wo ist das Problem? Ich habe damit kein Problem, wirklich nicht. Aber ich habe ein Problem damit, dass es Länder gibt, wo es eben nicht, wie du gerade gesagt hast, nur Pflicht ist, sondern wo es Zwang ist. Werden, ja. Aber guck mal, und diese gibt es nun mal, das ist ein Fakt, da könnt ihr euch gerne drüber informieren. Ja, dann geht doch hin, weil der Islam das sagt. Bitte. Schau mal, das Kopftuch an sich ist doch an sich nicht das Thema, sondern die Bedeutung des Kopftuchs, das ist das Thema. Und das Kopftuch hat im politischen Islam einfach eine politische Bedeutung. Es ist ein Symbol. Von daher hat das nochmal eine... ihr euch, wenn ihr es verbietet, zu den Männern, wo sie zwingen? Ihr seid genau gleich wie die Männer, wo die Frauen zwingen, ein Kopftuch zu tragen. Alles klar. Genau pass mal auf, Islam Content, ich habe mal eine Frage an dich. Wenn du dich, kennst du dich gut mit dem Koran aus und mit der Sunna und den Hadithen? Dann habe ich eine Frage nein, noch an dich. Nein. Aber mit dem Koran kennst du dich aus, ja? Zum Teil, ja. Also, wenn du sagst, es gibt im Islam, gibt es kein Kloster, deswegen, meine Frage war gar nicht so lächerlich, aber das heißt ja gleichzeitig, dass alle Moslems den Islam wirklich so auslegen müssen, wie er geschrieben ist, weil im Christentum ist es ja so, du hast Klöster, du hast Nonnen und du hast Mönche, und wenn es keine Mönche und Nonnen im Islam gibt, heißt das ja, dass alle
gleich streng den Islam ausleben müssen. Ja, das heißt, dass er wieder das ist doch deine Sünde von dem einzelnen Menschen, wenn er es anders auslebt. Er muss sich doch vor Allah rechtfertigen. Aber warum gibt es das nicht? Warum gibt es das nicht bei den Moslems? Weil es halt so ist. Weil es so ist. Was soll ich jetzt sagen? Es ist, weil es so ist. Okay. Du weißt aber, dass es verschiedene Rechtsschulen gibt, gell? Oha. Ich? Ja. Gut, also. Und nicht jeder ist gleich. Nicht jeder ist so festgefahren wie die andere. Guck mal, das ist doch was Schönes, wenn eine Frau sich bedeckt, wenn sie ein Kopftuch trägt. Das ist doch was Schönes. Und guck mal, wie du gleich wieder ausweichst. Warum leckt eine Frau nicht auf dem Kopf, sondern ja, im Kopf? Ja, dann wieder, ja, Kopftuch. Na, ist doch was Tolles, das ist doch wunderschön. Es ist aber nichts Schönes mehr, wenn sie konsequent nicht spielen muss, die Todesstrafe und was weiß ich was. Aber es ist doch was Schönes, wenn sie sich doch für Allah bedeckt. Wenn sie sagt, sie macht das freiwillig, dann ist es doch wunderschön. Islam kontert, geht eine Frau in das, geht eine Frau in das Höllenfeuer ein, wenn sie ihren Kopf nicht, wenn sie das Hijab nicht trägt. International, ich lege dir mal was ans Herz, okay? Schau mal auf YouTube, auf Al-Hiwa, da haben die letztens drüber geredet, sogar über Christen und Jude. Einen nur schönen Gott guten allein. Abend in die Runde. Nur Gott allein. Islam kommt, dann geht eine Frau in das Höllenfeuer ein. Nein, geht sie nicht. Nein, okay. Geht sie nicht. Das entscheidet Gott und kein Mensch. Richtig. Einen so, schönen guten Abend in die Runde. Hallo. Warte mal, was war die Frage? Es geht gerade heiß her, merkt man. Was war gerade die Frage? Nix, vergiss es. Die Frage gerade war, geht eine Frau in das Höllenfeuer ein, der Moslems in das Höllenfeuer, wenn sie das Hijab nicht trägt, also wenn sie kein Kopftuch trägt. Islam Kontert sagt nein, allein deswegen geht sie nicht in das Höllenfeuer ein. Ja, wenn das verboten ist. Aber eine kleine Frage. Aber die Frage ist, das gilt auch nicht als eine Sünde, sondern das Ding ist halt, sie verführt ja auch noch andere Männer währenddessen zur Fitna, indem sie kein Kopftuch trägt. Das heißt, jeden Mann, den sie da, Frauen sind so, wo jeden Tag ihr Gött zeigen. Mit ihrem jetzt Lecken auch noch rassistisch werden. Ja, ist doch so. Guten Abend ist doch so. In die Runde. Oh, hallo. Der wahre Moslem kommt aus dir raus. Ja, ist doch so. Da kommt der wahre Moslem raus. Jede Frau zeigt ihr Gott, dies, das. Männer sind auf einmal Frauen. Bei uns Moslems gibt es sowas nicht. Alhamdulillah, Gott sei Dank gibt es sowas nicht. Ja, was passiert denn? Reden wir mal darüber, was passiert mit einer? Wir haben Erziehung. Wir haben Erziehung. Kennst du das, Mädchen? Was passiert im Islam, wenn einer schwul ist? Ja, es gibt bei uns sowas. Es gibt sowas. Es gibt Schwule, ja? Doch, gibt es. Ja, warum soll es das nicht geben? Das Problem ist, die Todesstrafe steht auf die Ausübung, wenn man dabei erwischt wird. Die Ausübung ist mit dem Tode bestraft, ganz klar. Ich habe noch nie gesehen, nein. Schau mal, es gibt ganz klare Gesetze. Es gibt da ganz klare Gesetze. Kannst du mal in TikTok gehen? Weißt du, wie viele Moslems schwul sind? Die zeigen das in deine das Kamera. Das sind Jesiden oder sowas. Jesiden oder Juden. Die zeigen das auf der Kamera direkt. Siehst du live, da siehst du einen und der sagt, ich bin schwul und Moslem. Wir tolerieren sowas nicht bei uns. Was willst du machen? Da siehst du mal, ihr seid nicht so perfekt. Ihr seid nicht so perfekt, wie du denkst. Ja, wenn man schwul ist, okay, aber du darfst nicht ausleben. Ah, auf das einmal darfst du ist nicht. Es okay und nein, du darfst nicht ausleben. Du darfst diese Sünde nicht ausleben. Aber das passiert. Was denkst du, was ein Schwuler macht? Der sitzt zu Hause und versteckt sich oder was? Denkst du, der versteckt sich zu Hause und geht nicht raus oder Juden trifft sich mit einem Mann? Sowas. Bei uns natürlich trifft er sich mit einem Mann und hat heimlich einen Freund. Das, ja. Das darfst du da, was ich sage. Oder, weißt du, oder zweite Option, der distanziert sich von seiner Familie komplett. Um das auszulösen. Wir distanzieren uns von diesem Köpek. Wie traurig ist das bitte, dass man sowas macht? Ich bin sehr nett, muss. Wie du immer wieder sagst, guten Abend in die Runde. Sehr nett. Also bitte komm klar, ihr seid nicht so perfekt. Darf ich mal dazwischengrätschen, bitte? Darf ich mal was fragen? Ich hätte gerne eine Frage an die Hope. Ja. Bist du Jüdin? Ja. Praktizierende Jüdin? Nein. Also, bin ich jetzt Jüdin oder nicht? Ich bin Jüdin, aber ich praktiziere es nicht. Und wenn ich es nicht praktiziere, bin ich trotzdem Jüdin. Verstehst du, kennst du den Unterschied? Also ungläubig. Bei mir kommt kein Jude. Liebe Jessica, wir können gerne ein Stream über das Judentum aufmachen, kannst du gerne machen, aber wir reden ja gerade nicht. Nein, also lenk nicht ab. Aber wenn sie eh nicht praktiziert, brauche ich sie nicht fragen. Kann man das jetzt nicht machen? Das ist unangenehm, was mir auf TikTok einstellt. Bist du Muslima? Ja. Was machst du dann hier oben? Frauen dürfen gar nicht hier oben sein.
Die haben gar nichts zu melden. Die haben nichts zu melden. Die haben in Islam haben die Frauen nichts zu melden. Was machst du denn hier oben? Du hast keine Ahnung. Was machst du denn hier oben? Aber guck mal, Leute, Leute, hopp, lass uns doch respektvoll reden miteinander alle zusammen. So, ist doch so. Wie oft. Bitte? Warte mal, wie oft gehe ich in einen Stream hoch und dann sagen die, die Moslems, wir dürfen gar nicht mit Frauen reden, was machst du hier oben? Okay. Genau das, das sagen wir. Da verschämt man sich da. Ich schäme mich mehr als für alles, was die Deutschen gemacht haben, dafür, dass es Jessica gibt. Aber das sind die Moslems, die sagen, die dürfen das nicht. Also, was machst du hier oben? Es wäre sehr nett, wenn der King Gali auch mal was sagen darf. Finde ich persönlich. Oh, das wäre super nett. Ich habe eben, ich kam ein bisschen später rein in euren Raum. Da habe ich irgendwas mit Kopftuch gehört. Ich habe eine Frage an in die Runde. Was ist denn mit den Nonnen, die auch ein Kopftuch tragen? Was halten wir denn auf? Ein Mann? Also, eine Nonne selber, das ist eine sehr, sehr kleine Gruppe von Frauen, die sich dazu verpflichtet haben. Der Unterschied dazu ist, im Islam ist es generell Pflicht, als Frau ein Kopftuch zu tragen. Du hast da nicht diese Untergruppen von Frauen, die sich da in einer Gemeinschaft leben und da Kopftuch tragen oder so. Du kannst die Nonnen insofern gar nicht damit vergleichen. Vor allem machen die Nonnen das nicht, damit sie auf Gründen der sexuellen Belästigung oder so. Das Kopftuch hat im Christentum eine ganz andere Bedeutung als im politischen Islam. King Ali, also eine Frage, King Ali, wie viele Nonnen kennst du, die schon gestorben sind, weil sie kein Kopftuch getragen haben? Darfst du mir bitte vielleicht sagen, jetzt habe ich es vergessen, weil er dazwischen gequetscht ist. Ja, jetzt hast du eine Frage gestellt, jetzt dürfen wir dir auch eine Frage stellen, oder nicht? Deine Frage wurde schon beantwortet. Bitte schön. Wie viele Nonnen kennst du? Ja, also welche Anzahl, die irgendwie getötet wurden oder darunter leiden mussten, dass sie keinen Kopftuch getragen haben? Und wie viele Muslime kennst du, die dafür getötet wurden oder in Haft gesteckt wurden oder was weiß kennst ich? Kennst du Muslime, wo getötet worden sind, weil sie kein Kopftuch tragen? Ja. Ach, haufenweise. Kenne ich. Kannst so, und jetzt nochmal meine Frage dazu. Kennst du eine Nonne, die getötet wurde? Nein, also ich persönlich kenne keine Nonne, die getötet worden ist. Aber kannst du mir sagen, welche Frau getötet worden ist, weil sie kein Kopftuch anhat. Warte mal, willst du ein Bild? Reden jetzt klar, natürlich. Ja, ich kann dir das gerne sagen, aber es gibt Ehrenmorde aus diesem Grund. Ehrenmorde passieren aus diesem Grund. Bitte? Ehrenmorde passieren aus diesem Grund. Da gibt es sogar einen Tafsir dazu, dass wenn das Kind die Eltern zum Unglauben dadurch verführen könnte, dass man sie töten soll. Da gibt es sogar Tafsire zu. Aber lieber Moritz, das gibt's auch bei den Deutschen, die nennt es nur Familiendrama. Ja, Schwachsinn. Nein, das ist schon wieder oben. Das sind völlig andere. Schau mal, es ist ein ganz Das ist genau das Gleiche. Es ist überhaupt nicht. Es hat eine ganz andere Wurzel. Es hat eine ganz andere Wurzel. Du kannst ja, weißt du was, du sagst. Ja, aber jeder, brauchen so ein Schwachsinn für den Live. Das ist doch witzig. Aus welchem Grund passiert denn ein Mord? Passiert er aus religiösen Gründen oder passiert er aus anderen Gründen? Darf ich darauf antworten? So, was ist der Unterschied, wenn eine Frau sich trennen will von einem Mann und der Mann hält es nicht aus, wieso auch immer, aus Ehre, aus Stolz oder aus Liebe, guck mal, holt seine Waffe, erschießt sie. Das ist bei uns Ehrenmord, aber bei euch ist das Familiendrama. Ich glaube, du hast gerade verwechselt du hast es gerade verwechselt. Bei euch passiert das, ja? Mido ist immer noch gekränkt, dass Hope ihm Korb gegeben hat. Mido, hör auf, Mann. Wollen wir uns die Statistiken angucken? Ja, was da bei den Häusern von den Muslimen, was da so zu Hause passiert, wollen wir uns das mal angucken? Andere Frage, internationale. Häusliche Gewalt, wollen wir über häusliche Gewalt bei den Moslems reden? Ja, man muss ja mit den Moslems so reden, wie Abu Barra redet. Man muss mit den Moslems so reden, was so zu Hause passiert. Damit ihr es versteht. International, bitte, ganz kurz. Okay. Bitte, ihr müsst eins bitte unterscheiden. Ihr könnt nicht den Islam mit einem Abu Barra vergleichen. Bitte, ich bitte euch. Abu Barra, der Übergewichtige, hör auf. Ja, das sind nämlich, guck mal, ich bin selber Muslim. Natürlich, der Mann ist Salafist, der Mann, der weiß doch ganz genau, was drin steht. Aber schau doch mal.
ihr dürft nicht immer die, okay, es gibt radikale Muslime, da bin ich mit euch, ja, ich bin selber Muslim und ich sage euch, da bin ich mit euch, aber ihr dürft bitte nicht den ganzen Islam über diesen Kamm scheren, bitte, ja, ja, weil es gibt auch Muslime, die nicht radikal sind, okay, es gibt radikale Muslime, so wie es radikale Christen und Juden gibt, ja. Gibt es auch. Aber das Problem ist doch, schau mal, die Muslime hier in Deutschland, die zum Beispiel nicht die Scharia wollen, die sagen hier, wir leben gerne nach den deutschen Gesetzen, wir passen uns hier gerne an, wir integrieren uns. Sind die laut des politischen Islams denn dann überhaupt noch Muslime? Aber was ist der Maßstab? Darf ich dann einmal eine Minute was sagen? Antworten die Frage doch mal mit Ja oder Nein. Ja oder Nein. Können wir nacheinander reden? Weil wenn ihr reinkritscht, können wir nicht diskutieren. Ja, aber die wurde ja von Moritz eine Frage gestellt und du hast was ganz anderes gemacht, als diese Frage zu beantworten. Welche Frage wurde mir gestellt? Nochmal, Moritz, bitte. Also, du, habe ich jetzt selber, weil, okay, warte mal, worum ging es jetzt gerade nochmal? Ich habe auf jede Frage geantwortet und dann kam der nette Mietido rein und dann ging es bei euch. Er hat gefragt, wenn jemand nicht die Scharia hier in Deutschland möchte. Ja, klar, natürlich. Ja. Also du hast, sorry, Hope, dann lass mich das gerade nochmal stellen. Ja, also, du hast natürlich Muslime, die hier in Deutschland leben, die sich hier an unser Gesetz halten, die nicht Scharia-konform leben und so. Ja. Sind die denn aus Sicht des politischen Islams überhaupt Muslime? Was heißt denn? Kannst du mir mal diesen politischen Eklam erklären, also, was du damit meinst? Genau das hatten wir ja eben gerade. Genau das hatten wir ja schon. Das ist ja immer, das ist einfach ein Schlagwort. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel als Muslim mit einem Juden oder einem Christen befreundet bist, gehörst du dann zu den Ungläubigen, ja oder nein? Nein. Ja, schau mal, es gibt Fatwen, es gibt sehr, sehr viele Fatwen, ganz klar, die auf eindeutigen Suren beruhen, wo drin steht, nehmt euch die Juden und Christen nicht zu Freunden. Wer sich ihnen zu Freunden nimmt, der gehört zu ihnen. Schau mal, ganz klar, man darf sich Juden und Christen nicht zu Freunden nehmen. Schau mal, vom Islaminstitut, selbst die sagen das. Das ist eine eindeutige Sache, die im Koran auch so an vielen Stellen drinsteht. Man darf sich Juden und Christen nicht zu Freunden nehmen. Moritz, jetzt war ich lange ruhig. Jetzt einmal bitte würde ich gerne was sagen. Erstmal hallo. Und wenn ich einmal sagen darf, ich sehe eigentlich ich bin muslimisch, also meine Eltern sind muslimisch. Ich bin AfD-Wähler, bin nicht muslimisch, also sage ich gleich mal davor, also halb-halb quasi. Ich will nur mal sagen, ich sehe viel mehr ein Problem. Ich habe dich jetzt nicht verstanden. Du bist halb muslimisch und halb nicht. Muslimisch erzogen. Habe aber dadurch gesehen für mich und meinen Cousinen, ich bin heute AfD-Wähler, bin nicht Muslim. Also du bist kein Moslem. Ich bin geborener Moslem und das steht halt eingetragen bei mir in der Geburtsurkunde. Aber egal, was ich eben dazu sagen will. In der Geburtsurkunde steht geborener Moslem? Nein, muslimisch, Religion, natürlich. Er meint, seine Eltern sind Muslime. Ja, mein Beileid dafür. Okay. Aber wenn ich jetzt mal einwerfen darf, ich sehe Filme, mir ist auch ehrlich. Aber warum? Mir aber das warum? Warum? Auch relativ, warum? Nein, lass uns mal ausreden. Der Arm ist schon so lange hier drin, durfte noch nie reden. Genau. Ich sehe vielmehr das Problem jetzt weder am Kopftuch oder so. Ich sehe ein Problem, was ich sehe, sehr die Jugend. Also für mich persönlich sind es die Jugendlichen. Entweder machen wir es jetzt anders, so, es sind irgendwelche muslimischen Kinder oder Christenkinder, ist wurscht, die nicht gut erzogen sind, wo die Eltern eh schon deppert sind. Da sind die Kinder deppert und die Kinder machen Ehrenmorde, Familienmorde, scheißegal. Kinder werden, ist fad im Kopf, wissen nicht, was sie, wollen alle Fame sein und sie identifizieren sich als Fuchs, LGBTQ, haben kein Geschlecht mehr. Ich finde eher, das Kopftuch ist, kann man jetzt das Problem sehen oder nicht, ist mir das sehr relativ. Aber ich muss sagen, das größere Problem sehe ich mehr, die nächste Generation sind Volltrotteln. Und für meiner Meinung nach tut mir eigentlich 100% Zustimmung. Was hat er überhaupt gerade? Ich habe dich gerade nicht verstanden. Was ist die nächste Generation? Ich finde, die nächste Generation sind nicht alle, aber ich würde mal sagen 80%, die jetzt da in der Schule, wenn ich es wahrnehme, von meinen jungen Cousinen. Nur als Beispiel, nur ein kleines Beispiel, aber jeder hängt nur am Handy. Die meisten machen TikTok live im Unterricht. Sie wissen nicht, welches Geschlecht sie sind.
Und jeder will Fame sein und Geld fürs Nichts tun. Ich finde, das sind Probleme. Soll die Person Kopftuch tragen oder also nicht? Willst du mir willst das ist so ein Abklatsch von Martin Sellner. Warte mal, willst du mir gerade sagen, das sind größere Probleme, ja, dass die am Handy hängen und dass sie nicht wissen, wer die sind, als der Islam? Ich habe noch nicht soll der Scheiß? Willst du mir gerade sagen... Los, Leute, komm, spendet mal an mich. Willst du mir gerade sagen, dass der Islam nicht so schlimm ist, ja? Also, dass man da wird Töten erlaubt. Als, als AfD-Wähler sag ich, obwohl ich jetzt ja quasi nicht der Muslim Moment wollte. Mal, Moment Oha, Emmy, mal. Emmy, mal auf, bitte. Mein Herz, danke. Eine Rose, 0,07 Cent, danke. Lieber Hope, du sagtest eben, du bist jüdischer Abstammung, oder? Ja, wer redet gerade? Ich, King Ali. Angeblich. Achso, Mido, zweifelst du an mir? Ach, Hope, dass du, Hope, ganz ehrlich, dass du auf Mido eingehst. Ich verstehe gerade nicht, was der ein Sonderschüler, der abgebrochen hat, der null Ahnung von gar nichts hat. Herz, was hat er hier oben verloren? Ja, der ist der Quotenidiot. Der ist der halt keine Ahnung hat. Wir brauchen einen Bleib respektvoll. Warum beleidigt ihr denn? Der weiß das auch. Ich sag die Wahrheit. Das ist ja nicht was Neues. Er weiß das auch. Wollt ihr jetzt hier beleidigen? Oder wir beleidigen nicht, aber das ist ein Kompliment. King Alibaba, das war doch gar nicht an dich gerechnet. Egal, mal, King, King, ey, hab mal Respekt, Mann, was ist los mit dir? Du scheinst ja ganz cooler zu sein. Aber schaut mal. Nee, gerade ist mein Darm. Wenn ihr doch debattieren wollt und diskutieren wollt, macht doch einfach mal diesen Hass gegenüber Moslems auf Seite. Warum hat das, das hat doch gar nichts mit Hass zu tun. Ja, aber schau doch mal. Aber wo ist dieser Hass? Ich weiß, ich fühle mich einfach angesprochen als Jude. So, warte mal, hoch hier. Das ist von der Warte mal, jüdische Freunde. Das ist vom Islaminstitut. Darf ein Muslim sich mit ungläubigen Freunden oder ihnen vertrauen? Der Rechtsgutachter ist der saudische Gelehrte Mohammed bin Abi Utamin. Und der sagt hier, die Ungläubigen mögen sie zu unterstützen oder sie... So, selber, du hier, du wirst kein Volk finden, das Allah und den jüngsten Tag glaubt und dabei diejenigen liebt, die sich Allah und seinem Gesandten widersetzen, selbst wenn ihre Väter wären oder ihre Söhne oder ihre Brüder. So, ein Ungläubiger, ein Gläubiger darf sich auf gar keinen Fall einen Ungläubigen vertrauen, unabhängig davon, wie viel Liebe und Weisheit dieser, der Ungläubige, dem Gläubigen gegenüber zeigt. Allah, er sei erhoben, sagte, sie wünschen, dass ihr ungläubig werdet, wie sie ungläubig sind, sodass ihr alle gleich werdet. Sure 4, Vers 89. Allah spricht zu seinem Propheten Mohammed, mit dir werden wir weder die Juden noch die Christen zufrieden sein, bis du zu ihrem Bekenntnis gefolgt bist. So 2 Vers 120. Und Allah sagte, oh, die ihr glaubt, wahrlich, die Götzendiener sind unrein. Ja. Darum dürfen sie sich nach ihrem Jahr der heiligen Moschee nicht nähren. So 9 Vers 28. Also es gibt sehr, sehr viele Faktoren dazu. Moritz, die ganz klar besagen, dass Juden, dass Muslime sich nicht mit Juden oder Christen befreunden müssen. Moritz, das stimmt. Ganz gut, ganz gut. So, wenn ihr nicht versteht, dass der Moritz gerade was vorliest, ja, und ihr leise zu sein habt, ja, dann habt ihr ein Problem. Er macht sich gerade die Mühe, euch das vorzulesen, was bei euch da drinnen steht. Er hat das vorgelesen. Also habt mal ein bisschen Respekt. Moritz, sei mal bitte respektvoll. Du hast überhaupt gar nichts zu melden, weil du darfst gar nicht reden. Eine Frau darf gar nicht reden. Ja, nicht Mariona, gib mir eine Frau nicht reden. Bist du keine Frau? Hier oben verloren. Im Islam darf eine Frau nicht reden. Du bist doch auch eine Frau. Ja, aber sie ist keine Muslime. Also, ich darf reden, ich bin kein Moslem, du bist eine Muslima und du hast hier gar nichts zu sagen. Ja? Wenn ich dich stumme, dann bist du stumm. Dass wir gar keine Juden hassen. Lüg nicht, wir hassen keine Christen und Juden. Oh doch, oh doch. Was auch im Koran steht? Das steht auch drin, die Juden. Lass mich das sagen. Die Juden wären wie Schweine. Wie Schweine werden die Juden. Im Islam musst Christen du geben noch, aber Juden wir reden von Schweine, das steht in eurem Koran. Ihr redet nicht von Zionisten. Sei doch mal ruhig jetzt. Lass doch mal ausreden. Nein, aber wenn du was Falsches sagst, dann kannst du mich ausreden lassen. Moritz, guck mal, ich muss raus, ja, aber ich wollte noch ganz kurz was sagen und rausgehen. Schaut mal, wisst ihr, ihr kommt hier
Also kommt mir vor, ihr wollt hier Rätsel betreiben, aber ich sag euch eine Sache. Es kommen immer mehr Muslime und damit müsst ihr euch anfangen. Es kommen viel mehr hierhin nach Deutschland, schade. Guck mal, jetzt habt ihr mehr Muslime. Ja, jetzt die dann wieder abgeschoben werden. Jetzt ist er wieder. Ich weiß, willst du die Scharia ausrufen und dein Kalifat ausrichten oder King Ali? Ja, die lassen mich ja nicht erzählen. Ihr müsst langsam arbeiten daran, dass die Muslime weniger werden, aber das schafft ihr nicht. Nur in die Moschee zu beten. Nur in die Moschee zu beten. Ciao in die Runde. Die dürfen nicht in die Kirche. Ja, bitte ganz kurz. Fäschchen, hast du gerade nicht verstanden, Mensch, du bitte Stumme? Dann bist du leise. Hast du das gerade nicht verstanden? Sonst ey, guck mal, wie die redet, Mann. Sei mal. Die hat keine Sperre. Er möchte was hier sagen, bevor er rausgeht. Du bist abwertend. Du bist einfach nur wieder. Mädchen, du da oben, Mann. Ja, komm, King Ali, geh raus. Du hast Mädchen dort gar nichts zu melden. Du darfst gar nicht reden. Du bist King Ali, geh raus. Halte Balle flach, du kleiner Wurm. Okay, komm in mein Alter, dann reden wir. Palästina, Free Palästina. Lass dich untersuchen. Free Palästina! Ich hoffe, das ja noch sagen. Unglaublich, unglaublich. Ey, der ist mir auf den Sack gegangen gerade. Frauen dürfen gar nicht hier oben was sein. Was bist du denn? Bist du Mannsfeind Frauen, oder was? Das sagt dir deine Religion. Dann mach mal deine Bücher bitte denn auf und ja, guck klar, mal, was da steht. Reden. Oder geh mal in den. Geh mal bitte. Weißt du, was tun mir gefallen? Geh mal in den Stream. Wenn du nicht weiter weißt, dann bist du nur am von den wahren Männern dort. Mal sehen, ob du da hochkommst und über unsere Männer sind, kannst. Weil es gibt du nur darfst muslimische nicht, Männer, du die darfst Männer dort noch nicht mal sprechen. Ja? Siehst du ja, das dass wir Männer sind. Darfst du nicht in Israel. Eure Männer. Aber warte diese, mal, in Israel, wer kämpft da außer Frauen? Diese EU. Marioma, Sabr. Lass mich mal bitte reden. In Israel, sind das nicht alles kleine Kinder? Die kommen doch alle aus Syrien und so. Wo ist da ein israelischer Soldat? Das sind alles nur kleine Mädchen. Hauptsache, man sitzt in einem Panzer drin. Ja, aber sag mal, da gibt es genug israelische Soldaten. Ein Mann, auf dem Boden. Was ist denn für eine Aussage? Ja, ich habe was sagen für den Soldaten in Syrien. Kommen die da hin? Was? Was? Ganz kurz, Leute. Aus Leute, du musst jetzt Sachen stehen. Ihr habt nur eure Terrormiliz, die Hamas. Mehr hat Palästina nicht. Es gibt noch und nicht mal Palästina. Mit 3 Jahren und sind alte, wenn man jetzt anschaut, sich sogar unter Krankheit. Keinen Sinn, ihr redet alle miteinander noch, es gibt gar nichts. Diese okay, Hamas, diese Hamas. Es gibt eine Baustelle, die genauer an, was die Kinder an, was die... Die zerfleischen euch schon mit den Händen. Diese Hamas verschanzt sich unter Krankenhäusern, was um Deckung zu gehen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Sag mal bitte ruhig. Stimmt es? Guck mal. Hope und Jesse, lass mich das kurz fragen. Stimmt es oder stimmt es nicht, dass die Terrororganisation Hamas sich unter Krankenhäusern versteckt und die Zivilbevölkerung als Schutzschild benutzt? Stimmt es oder nicht? Darf ich mich dazu äußern, internationale? Ja, na klar. Dann lass uns doch wieder mal ein bisschen Marioma, Sabar. Ja, lass Fashion mal reden. Fashion mit seiner coolen Brille. Marioma, bitte ganz kurz. Die Eltern von den ganzen Geiseln haben geredet. Hallo. Und die haben die gesehen. Marioma, Sabar. Ja, bitte. Guck mal, internationale. Dieser Bunker, der unter dem Al-Shifa-Krankenhaus gebaut wurde, der wurde damals unter dem Präsidenten Ehud Barak, ja, bestätigt, dass sie das 1983 gebaut haben, ja. Dieser Bunker, der da drin gebaut ist, das sind keine Tunnelsysteme, die haben die Israelis damals selber gebaut. Das oh ist mein Gott, oh mein Gott, dieser Propaganda. Du siehst wieder Sachen, die schon denken, wieder mit deiner Propaganda. Trotzdem ist das jetzt in den Händen der Hamas. Lass ihn das doch erklären. Und dann widerlegen wir. Wir nehmen ihn gleich auseinander. Wir nehmen ihn gleich komplett, pass auf, wir nehmen ihn auseinander. Hallo. Wir nehmen ihn gleich komplett auseinander. Aber lass ihn erstmal erklären, was er meint, und dann zerfetzen wir ihn. Warte mal, Marium. Diese Quelle könnt ihr euch gerne in die Nachrichten holen. Ja? Könnt ihr einfach schreiben: Schieferkrankenhaus 1983, Ehud Barak. Ja? Könnt ihr euch das selber aussuchen. Ja, zeig mal die Quelle. Warte ganz kurz. Zeig mal bitte die Quelle. Die lässt mich einfach nicht ausreden. Doch, lass sie mal weiterreden. Komm. Des Weiteren, bitte, Moritz, kannst du bitte Sure 2, Vers 62 aufmachen, bitte. Weil du uns gerade was gezeigt hast, Moritz. Sure 2, Vers 62.
Damit mache ich dich direkt kaputt. Ja, wir haben mich hier zerlegt, gefaltet. Es ging aber doch gerade um was anderes. Du machst dich selber, du disqualifizierst dich doch auch. Also es stimmt es, weil du eben Fashion, du hast gesagt, es stimmt nicht. Die Hamas verschanzt sich nicht unter Krankenhäusern, um kranke, schwerstkranke, die Zivilbevölkerung, die dringend Hilfe braucht, medizinische. Ja. Die benutzen das als Schutzschild und die Hamas sitzt unter diesen Krankenhäusern extra, um nicht angegriffen zu werden. Und wenn sie angegriffen werden, zeigen sie mit dem Finger auf Israel. Stimmt dies oder stimmt dies nicht? Sitzen gerade alle Hamas-Kämpfer unter diesem Krankenhaus? Wie stimmt das denn, dass sie da sitzen? Gibt es da mal, Fashion, warte mal kurz. Warte mal kurz, Fashion. Ja. Du hast ja gesagt, Sure 2, Vers 62 so. Ja, bitte. Wahrlich, diejenigen, die glauben und die Juden und Christen und die selber, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt und Gutes tut, diese haben ihren Lohn bei ihrem Herrn und werden weder Angst haben, noch werden sie traurig sein. So. Dankeschön. Hochinteressant, hochinteressant, wer an Allah glaubt. Ja. Aber schau mal, das Allah ist doch der Gott im Islam. Aber die Christen haben doch einen ganz anderen Gott. Die Christen und die Juden glauben doch an einen ganz anderen Gott als den Islam. Nein. Das ist doch nicht Jesus, Allah. Jesus hat Aramäisch gesprochen und er hat gesagt, er hat zu einem Gott gesprochen, den er... Ich glaube nicht an Allah. Zu einem Gott gesprochen, der Elohi heißt. Ich glaube nicht an Allah. Wer ist überhaupt Allah? Wer ist überhaupt Allah, dass ich an ihn glaube? Für mich ist Allah nichts. Ja, okay, gut. Ja, für mich ist Allah nichts. Congratulations, Hope. Für mich ist Allah nichts. Was willst du sagen? Jessica, du von oben, sei leise, weil du hast... Jessica, sag mal, sabber, Jessica. Jessica, du bist eine Frau, im Islam darfst du gar nicht reden. Jessica, du darfst gar nicht reden, ja? Nach Islam darfst du gar nicht hier sein. Jesus hat Aramäisch gesprochen. Sabbat. Jesus hat Aramäisch gesprochen und er hat zu Gott gesagt, Elohi, Allahi oder Elohim. Auf Hebräisch wie sagt ihr zu Gott Haupt? Elohim. Elohim. Bingo. Ähnelt das nicht? Und heißt das Allah? Frauen reagieren hier immer sehr emotional und das gefällt mir auch nicht. Nach dem Islam dürfen keine Frauen hier sein. Das interessiert dich doch nicht. Das interessiert mich schon. Das darf eigentlich gar nicht sein. Frauen haben hier noch Gott. Sie stellt mir eine Frage und ihr redet. Wallah, was ist das? Also Hope, im Islam sagst du, Frauen dürfen nicht reden, ja? Wenn ja, das ist so. Wenn du im Islam beschäftigt hast, weil du sowieso Atheist bist. Das darf man nicht. Okay, Fashion, wenn du mich hier weiter irgendwelche Sachen in meinen Mund reinsetzt, okay? Nein. Im Islam dürfen Frauen keine Rechte. Aisha dürfen nicht reden. Guck mal, Khadija, radiallahu anhu. Was ist mit Aisha, dass sie mit sechs Jahren geheiratet hat mit dem Mädchen? Und dann mit neun Jahren hat er sich schön verknüpft mit ihr, ja? Wollen wir darüber reden, was Aisha so erlebt hat? Wo sie mit Puppen gespielt hat, hat der Mohammed sie angefasst, ja? Ekelhaft. Wie kann man denn so ekelhaft sein? Ey, wallah, Maluma, Jessica, komm hier nicht mit Aisha, ja? Khadija. Nein, falsch. Rebecca war nicht drei, liebe Mario. Zeig mir gerne eine Quelle dafür, dass es Islampropaganda, das ist falsch. Es gibt keine Quelle, schon so oft widerlegt. Sorry. Wer wirklich, Leute, dass ihr überhaupt diese Gedanken habt, okay, dass das ihr drei war, dass ihr überhaupt diese ekelhaften Gedanken in eurem Kopf habt, dass ihr euch das fantasiert, dass ihr drei war, das ist schon ekelhaft. Das ist schon ekelhaft, dass ihr solche Fantasien habt. Nein, ich mach dich gleich auf stumm. Nein, aber wenn du falsche Sachen sagst, zeig uns eine Quelle im Alten Testament, dass sie drei war. Ganz kurz. Khadija radiallahu anhu war die Frau von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie war eine Geschäftsfrau, eine sehr tätige in dieser Männerdomänenwelt. So, dass du darüber über unseren Islam reden kannst. Wer bitte? Khadija, wenn du dich darüber.
Okay, warte mal, erzähl mir mal, welche Rechte in Afghanistan eine Frau hat. Vergleich doch die Islam. Okay. Welche Rechte? Jessica, sei du mal ganz ruhig Jessica, hier. Also du bist hier komplett das Feindbild überhaupt. Bitte komm mal runter. Komm runter. Das hat keinen Sinn mit dem Muslimen. Jessica, weißt du, was wahre Muslime mit dir machen würden? Ja, aus Afghanistan. Deine Meinung hat einfach keine Relevanz. Ihr habt nicht mal Respekt vor den Christen und Muslime. Du hast keinen Respekt. Du sagst, Rebecca wäre drei, obwohl es faktisch falsch ist. Ey, ihr seid nicht mal Juden. Okay, sogar Juden haben mehr Glauben als ihr. Hört mir mal zu. Ich stumme euch jetzt. Wer sich entstummt, ist unten. So, einer redet. So, möge der Friede und die Gnade des Herrn Jesus Christus mit euch alle sein. Danke fürs Annehmen. Dreckige. Was ist denn hier los? Okay, Beats wollte reden. Beats. Ja, so, ich bin hier reingekommen, nicht weil ich über die Frauen im Islam reden wollte, sondern weil ich gehört habe, dass internationale Legionen hier oben rechts ziemlich wirres Zeug bezüglich des Nahostkonfliktes gesagt hat. Und ich bin einfach hier, um aufzupassen, dass er nicht weiter solchen Schwachsinn. Ey, was hab ich jetzt, entschuldige mal, jetzt Nahost, was hab ich denn gesagt? Jetzt, du weißt ja erstmal, einen Moment. Du hast gesagt, dass, oder tut mir leid, falls ich dich verwechsle, aber an der Stelle hast du nicht gerade behauptet, dass die unterirdischen Tunnel der Hamas von Israel selbst gebaut wurden? Das war der Fisch. Pass mal auf, stumm die an, aber da gehe ich jetzt ganz gerne drauf ein, dann aber stumm die mal. So, ich habe gesagt, die Hamas bezieht bewusst Stellung unter Krankenhäusern in Gazastreifen, lass mich doch ausreden, du hast diese Frage doch gestellt, um die Zivilbevölkerung, die Schwächsten der Schwachen, als Schutzschild zu nutzen. Das macht die Hamas. Im Gazastreifen. Des Weiteren habe ich Israel. Fälschchen, du bist jetzt leise oder du schweißt dich raus. Hab ich nie gesagt, ich habe gesagt, ich stumme euch und ihr seid leise. Gebaut hat, sondern den Bunker unter dem Krankenhaus. Ich habe das nie gesagt, dass die da die Tunnel gebaut haben, sondern den Bunker unter dem Krankenhaus Beat. Das hat sogar Ehud Barak selber gesagt 1990. Ja, hast du auch gesagt. Der Mann, der Hauptnehmer. Du hast gerade gesagt, die haben doch die Tunnelsysteme. Ganz kurz. Richtige Domina. Haupt, denkst du bist voll cool? Du bist so ekelhaft abwertend. Du bist die Einzige, die hier die ganze Zeit beleidigt, liebe Marihuana. Jetzt überleg dir nochmal, wer hier ekelhaft abwertend ist. Sie ist die ganze Zeit die Leute runter am Machen und fertig am Machen, Moritz. Mach ich dich fertig? Ich darf runter machen, wenn sie will, das ist doch keine Beleidigung. Mach ich dich fertig? Du lügst die ganze Zeit. Du sagst gerade, ich mache die Leute fertig. Ey, also mach ich dich gerade fertig? Die ganze Welt ist aufgestanden, hat gesehen, dass Israel nur am Lügen ist. Wo ist denn die ganze Welt? Ich sehe keinen in Gaza von euren muslimischen Ländern. Wo sind die sogar in Amerika? Marihuana, bleib doch mal locker. Wo ist die Hilfe? Ich sehe keinen Gaza. Dann rede doch mal vernünftig. Du willst doch eine Debatte führen. Rede mal Debatte mit dir, Alter. Du kommst hier hoch und beleidigst. Was für eine Debatte? Du machst das ja mit niemandem. Rede mit einem, der runterfliegt und unten bleibt. Das ganze. Lass doch mal die Männer reden zum Beispiel. Du redest die ganze Zeit dazwischen. Ja, Fashion ist ein Mann. Hat man in meiner Religion darf ich reden. In deiner Religion darfst du nicht reden. Es hat nichts mit Religion, das mal auf natürlich Seite. Menschlichkeit. Hast du das in der Schule nicht gelernt? Oder zu Hause bei deinen Eltern? Ich weiß nicht, was du gelernt hast. Anscheinend gar nichts. Du sagst die ganze Zeit, du kommst hierher und beleidigst, Mädchen. Rede vernünftig. Nein, Mädchen, du kommst hierher und beleidigst. Wir haben Respekt gelernt zu Hause. Wir reden mit unseren. Was für Respekt hast du denn bitte zu Hause? Du hast gar nichts zu Hause gelernt. Du bist hier oben und beleidigst. Mehr kannst du ja auch. Ich hab nicht beleidigt. Natürlich. Nur dich. Du bist die Einzige, hat sie beleidigt oder nicht? Oder ich kriege die Antwort auf deine Umgangssprache. Warte mal, sorry, das ist deine Umgangssprache. Das ist so bei euch anscheinend. Wie redest du denn? Warum immer wir? Habe ich dich beleidigt? Warum immer wir? Habe ich dich beleidigt? Warum ihr? Wer sind wir? Habe ich dich beleidigt? Nein. Wer sind wir? Also ganz kurz. Und deine, deine Familie anscheinend. Du als jetzt kannst du das mal halbwegs moderieren hier. Dankeschön. Das ist ja unerträglich. Ja. Was wohnt denn? Wer wohnt alles in Palästin drin? Wer stimmt das? Erstmal. Mariuma und Hope, ihr redet jetzt erstmal miteinander und wie gesagt, wenn jetzt Fragen dazu kommen, bitte versucht das in Zweiergesprächen hinzukriegen, okay? Ich bin in 2 Minuten fertig mit der. Moritz, eine Frage. Du hast gerade einen Stream, ne?
Wenn einer redet, gehen doch alle auf stumm, wie jetzt alle anderen. Ich hab euch doch alle gestummt. Geh doch auf stumm, du geh auch auf stumm. Nicht, hör mir mal zu, ich bin ein Teil von... Du redest seit 4 Wochen, ich bin nicht beleidigt. Ich bin ein Teil von diesem Stream. Weißt du, wer du bist? Du bist ein Gast. Und wenn du dich nicht benimmst, dann bist du unten. Ja, ich habe dich gestummt, dass einer hier reden kann. Was bist du denn hier? Bist du jetzt die Mutter von ihm? Rede vernünftig. Mutter? Warum willst du jetzt persönlich? Okay, jetzt habe ich eine Frage. In Palästin. Ah, jetzt habe ich eine Frage. In Palästin wohnen dann nur Muslime? Es gibt kein Palästina. Du meinst Gaza. Ihr seid da reingekommen und du weißt das ganz genau. Guck mal, 1943, wer da als Flüchtling reingekommen ist, was auf eurem Banner drauf stand. Flüchtling? Wer und du bist keine Jüdin. Ganz kurz. Mario Oma, was stand da auf dem Geschichte, Banner drauf? Du weißt noch nicht mal, wer du bist. Guck mal hier. Frag mal die Deutschen, was da passiert. Wer sind denn die Palästinenser? Das ist ein Fake-Volk. Frag mal deinen Uropa, der weiß bestimmt. Das sind Araber von den ganzen Ländern, die umherum sind. Das sind die Palästinenser, Punkt. Okay, dann suche ich dir, ich will keinen Namen nennen. Hier, Hitler zum Beispiel. Ich will nicht wegen dir gesprochen. Was willst du über Hitler sagen? Dann weißt du, die ganze Geschichte, guck dir das an. Was ist mit aber jetzt warte, nimm die Sache mal weg. Warte, Wohnen in Palästin nur Muslime? Was ist mit der, erstmal, es gibt kein Palästin, es gab kein Palästin. Ohne es wird kein Palästin geben, ja? Es gibt kein Israel. Die töten sogar die Christen. Kein Israel, mehr nicht. Es gibt kein Israel. Weißt du, was es noch gibt? Es gibt ein Gaza und es gibt eine Baustelle in Gaza, das gibt es, ja? Ja, und bei dir gibt es mal den Friedhof. Ganze Israel wird neu aufgebaut, da gibt es bald einen Friedhof. Was passiert dann mit Israel? Erzähl. Antworte mir. Erzähl mir mal, was für ein Friedhof in Israel ist. Wir sind wenigstens im Paradies. Erzähl mal, was für ein Friedhof. Ihr kommt in die Hölle. Ladies, bleibt mal ruhig. Wir sind im Paradies, unsere Kinder. Hallo. Mit 3 Jahren sind mehr Männer als eure. Jetzt kommt da unten raus. Guck mal. Muslima, unsere schöne Muslima präsentiert uns gerade, wie das bei denen so abläuft. Ja? Wie läuft das denn bei dir ab? Du sagst, ich habe Stopp. Wie läuft das bei dir ab? Du hast gesagt, das ist eine Baustelle. Du bist eine Muslime. Dreh es nicht um. Du hast gerade gesagt, in Gaza ist eine Baustelle. Ja, das bedeutet, warte mal, ist es nicht so gerade? Bist du stolz da drauf? Ist es gerade so, dass da eine Baustelle ist? Wer war Oder willst du gerade sagen, dass da Häuser noch stehen, die ist doch egal. Runtergefallen sind? Wer war es denn? Also, da ist doch gerade eine Baustelle. Die ganzen Menschen getötet da. Gibt es keine Menschen mehr in Gaza? Also, nee, gibt's nicht mehr. Nein, das keine. Ihr merkt ja selber, dass er nicht auf einen Nenner kommt, oder? 2,5 Millionen Menschen, die in Gaza wohnen, nicht mehr da sind. Ja, wo sind die denn? Wo sind, Mario, sag mal, bist du hängen geblieben oder was? Abwerten. Du hast gerade gesagt, alles 2,5 Millionen Menschen, die Palästinenser nicht mehr da sind. Wo sind die? Marioma, du streitest dich als Pro-Palästinenserin, sie ist Pro-Israel. Ihr werdet nie auf einen Nenner kommen. Ihr seid zu emotional. Weil was für emotional? Genau, ihr streitet gerade ab, dass emotional. Es Menschen dort gibt. Ihr müsst... Euer Handel, beide ist emotional. Ladies, ihr versucht alle Ladies, die gerade hier reden, ne? Ihr handelt emotional. Kommt mal erstmal runter und bleibt sachlich. Wir wissen ganz genau, ihr habt eine Propaganda. Meine Frage war, in Leute, habt ihr gerade mitbekommen, dass sie gesagt hat, dass in Gaza mit wisst ihr, dass da ein Christen sterben? Habt ihr gerade da Juden bekommen? Das sind doch keine Juden, Israel, das sind Zionisten. Ja, wir haben das alle mitbekommen, aber Ruhe jetzt. Okay, dann könnt ihr mir jetzt, Schmetterling, kannst du mir mal bitte erklären, warum deine Schwester sowas sagt? Warte mal, Coates. Also Marioma kommt gerade nochmal offline, online, du hast eine Verstoßwarnung bekommen. So, ganz kurz, bleiben wir sachlich. Nein, Fashion, Schmetterling ist jetzt, ja? Bleiben wir sachlich. Ich konnte die ganze Zeit nicht reden, ich wurde die ganze Zeit unterbrochen. Bitte, Schmetterling, habt doch bitte einfach Gottes Geist in euch und habt einfach Frieden mit euch. Ihr debattiert miteinander. Das ist keine Debatte. Nein, das ist keine Debatte. Weil jeder hat seine eigene Meinung. Bitte lass mich ausreden. Hab einfach den Frieden in dir selbst, den Zorn lass den weg, die Emotionen auch. Wir können friedlich darüber reden, indem wir uns beruhigen und
zur Sache kommen. Wie willst du dich denn friedlich mit jemandem auseinandersetzen hier, wenn der kommt und beleidigt? Wie willst du das machen? Nee, guck mal, warte mal kurz. Also, sie hat ja eben gesagt, es gibt kein Israel. So, Israel ist da unten, ist ein anerkannter Staat, der gegründet worden ist, wie gesagt. Und wenn man sagt, Israel da unten wird nie, gibt es nicht. Wie willst du mit jemandem diskutieren, der generell deine Existenz schon abstreitet? Richtig. Guck mal, ich verstehe dich jetzt, aber ihr müsst mal leise Ruhe und Debatte gehen. Zum Beispiel Israel. Guck mal, Israel. So, also, ich will auch mal was sagen. Also, Existenzrecht, nein, lass mich doch auch mal was sagen. Ich brüll ja hier nicht immer dazwischen. Also, warum hat Israel und Hob, reg dich bitte nicht gleich auf, lass die erstmal ausreden und dann zerlegen wir die. Aber warum hat Israel kein Existenzrecht? Hat keiner gesagt. Einer redet. Hat angefangen. Einer redet. Du hast gesagt, es gibt kein Palästina. Oh. Keiner gesagt international. Das, guck mal, ich rede mit dir persönlich. Warum seht ihr nicht, dass sie Marium sagt, dass Leute, habt ihr gerade nicht verstanden, was das heißt? Einer redet, Leute! International. Du redest gar nicht runter. Einer antwortet. International, ich antworte dir gerade, ja. Und zwar, das Problem ist einfach die Geschichte, ja. Der Staat Israel wurde von den Römern weggenommen nach 632 nach Jesus, ja. Nach der Zeit Christus, ja, 632. Und da wurde daraus der Staat Palästina-Syrien, ja, gemacht. Die ganzen Juden wurden von dort gab vertrieben. Gab es einen anerkannten Staat? Gibt es einen anerkannten Staat? Shimon Peres zum Beispiel Sei mal leise. Ich antworte doch gerade international, bitte alle leise. Danke. Fashion, gibt es einen anerkannten Staat? Dann komme ich zu dir zurück. Aber ich frage dich gerade, gibt es einen anerkannten Staat? Lass ihn doch bitte das ausführen und dann nehmen wir ihn auseinander. Ich nehme den jeden Tag auseinander, falte ihn auf und wieder zu. 632. Aber warum mussten die Israelis die Staatsbürgerschaft annehmen? Fashion, sag mal deiner Schwester, die soll mal leise sein. Marioma, bitte stumm. Ich habe keine Schwester, du dumme Kuh. Marioma, bitte stumm. Stummt die doch einfach. Du bist für mich kein Mensch. Doch einfach, damit wir hier normal nochmal reden. Stummt die ganze Zeit, die entstummt sich. Leute, darf ich mal kurz reden? Ich versuche nochmal. Fashion, du kannst weitersprechen. Bitte ausreden, Hob. Auf deiner Seite. Ich will dann nur hören, was seine Meinung ist. Warum hat Israel kein Existenzrecht? Habe ich nie gesagt. 632 nach Christus haben die Römer, also wir sagen ja Kinder Israels von damals, ja, von dort vertrieben, ja, und die haben sich überall auf der Welt verteilt, ja. Danach wurde dieses Gebiet Palästina-Syrien genannt, ja. Dieses ganze Gebiet war unter dem römischen Kaiserreich, ja. Und ging weiter, bis dann irgendwann die Osmanen das übernommen haben. Dann kam die englische Verwaltung bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, diese Menschen, die dort gelebt haben, die leben ja dort schon seit über 1400 Jahren. Welche Menschen? Davor haben da keine Juden mehr gelebt. Zionisten und Hassmaschinen. Ägypter, Römer. Wegen der Römerzeit sind viele Juden. Warte mal, ich will dich mal was fragen. Gibt es einen anerkannten Staat oder gab es mal der Palästina? Guck mal, lass mich ausreden. Der anerkannte Staat der Palästina. Ja oder nein? Deine Frage wird sich beantworten. Nein. Deine Frage wird sich automatisch beantworten. Leute, es funktioniert nicht so. Gib denen doch ein Bundeskanzler. Dann wirf sie raus. Wieso gibt den, warum gibt den Leuten aus Gaza in Ägypten kein Bundesland? Warte ganz kurz. 632, als die Juden gekreuzigt worden sind. Als die Juden gekreuzigt worden sind zu 10.000 Kilometern, ja. Als dann irgendwann die Osmanen die Macht übernommen haben, sind die Juden von Mitteleuropa oder von Westeuropa geflüchtet, weil man denen die Pest angehangen hat, ja. Fashion, ich habe dich was gefragt. Gibt es einen anerkannten Staat, was Palästina heißt? Ja oder nein? Nein. Wann wurde Nein. Seit wann werden Staaten? Nein, gibt es nicht. Achso, denkst du, du kannst einfach sagen, ja, okay, das ist jetzt. Seit wann werden Staaten anerkannt? Aber es gibt Palästina, Hob. Es gibt, das ist,
Staaten werden völkerrechtlich durch die UN anerkannt. Aber Dankeschön. Palästina ist ein Staat. Dankeschön. Nein, was ist das denn sonst? Anerkannter Staat. Es gab, war noch nie ein Staat. Nein. Ich habe 100 Mal gefragt. Zwischen wann, ob wir da jetzt anerkannt oder nicht. Ganz aber was ist. Moment, Leute. Bevor jetzt alle wieder schreien, eine Frage an Hob. Schrei ich am lautesten jetzt mal. So, jetzt mal aus unserer Nische. Wenn Palästina kein Staat ist, was ist Palästina dann, Hob? Was ist Palästina denn? Warum gibt es überhaupt diesen Begriff? Na, sei du dann bitte auch mal ruhig. Soll Hob das mal erklären. Es wurde einfach gesagt, dass es Palästina heißt. Fertig. Das ist aber kein anerkanntes Staat. Das ist ja keine. Aber Entschuldigung, ich mache das jetzt mal. Das ist ja keine Erklärung. Also, dieses Gequatsche von dir hier, Free Palestine, will ich auch nicht hören. Aber wenn Palästina, guck mal. Beats for you, hast du eine Antwort? Ich glaube, der kann sogar besser antworten als ich. So, hör dir mal an, was der Beats for you. Was waren nochmal die Fragen? Warte mal kurz. Ist Palästina ein anerkannter Staat? Ist Palästina ein Staat? Beats for you, einen Moment. Hob, antworte du auf die Frage. Nein, ich antworte gar nichts. Warum? Du bist jetzt ganz leise. Der Beats for you könnte uns das geben. Google mal bitte. Nee, ich google jetzt gar nichts, weil wir sind hier gerade nicht bei Google, sondern wir tauschen uns untereinander aus. Könnt ihr mal bitte den Beats for you? Ja, du kannst ja die Leute hier stummen. Also ist Palästina ein Staat? Alle bitte mal leise. Jetzt hat erstmal Beats for you das Wort. Danach kann Mariuma antworten, danach kann Schmetterling antworten und Hope kann zwischendrin intervenieren, weil sie leitet den Stream hier mit mir. Du, also der Gazastreifen und du hast einen Rassisten-Stream von Hope. So, jetzt gehst du runter. Jetzt gehst du runter, weil jetzt reicht es mir, okay? Du hast gerade nicht verstanden, also, dass der Beats redet. Wenn du keine Manieren gelernt hast zu Hause, dann geh und lern das nochmal, mach Hausaufgaben und dann kannst du wieder hochkommen. Also Beats for you, die Frage, ich stelle die nochmal. Nein, Muko, bitte, lass ihn das mal erklären. Beats for you, warum ist Palästina ein Staat oder warum ist Palästina kein Staat? Okay, also aus israelischer Sicht und aus der Sicht der westlichen Welt und auch anderen Ländern gelten der Gazastreifen und auch das Westjordanland sowieso als sehr umstrittene Gebiete an. Das hat vielerlei Gründe, zumal beispielsweise das Westjordanland an sich ein Gebiet ist, das keinem gehört, das Jordanien nach ihrer Besatzung einfach freigelassen hat und nach Kriegsrecht gehört dann dieses Land niemandem. Also es ist jetzt nicht so, dass dieses Land, das besetzt war und so einfach freigegeben wird, dann dem Vorbesitzer gehört, sondern es gehört da niemandem beispielsweise. Also es gibt da ganz viele Gründe, warum das ein umstrittene Gebiete sind, vor allem auch, weil sie, Hauptkreuzpunkt der modernsten Terrororganisation weltweit ist, ne? Und Hauptumschlagplatz für viele kriminelle Machenschaften wie illegaler Waffenhandel und anderen Dingen. Aber es gibt natürlich auch Länder, die sagen, ja, Palästina ist ein anerkannter Staat. Also wir erkennen Palästina als anerkannten Staat an. Also theoretisch nein, aber behauptet wird es von einigen Ländern. Einigen, das sind 138 Länder. Du musst Zahlen nennen, wie viele Länder. Das sind 138 Länder. Ich war ja noch nicht fertig. Es gibt ja auch... Aber du kannst nicht einige sagen. Fashion, er ist noch nicht fertig. Ja, aber ich muss ihm eine Frage stellen. Du musst gar nichts. Weißt du, was du musst? Du musst gar nichts. Du musst jetzt still sein. Das musst du. Okay, weil er noch nicht fertig ist. Ja, aber ich muss ja was... Nein, du musst gar... Fashion, du musst gar nichts. Hast du mich verstanden? Du musst nur still sein. 138 Länder. Du musst nur still sein. Amnesty International und Human Rights, dann kannst du das. So. Noch einmal Fashion und du bist unten. Dann machen wir Platz für jemand anderen, der vielleicht versteht. Ich mache nochmal einen neuen Stream wegen deinem Gesicht auf. Jeder kommt rüber und dann hau ich auch wieder ihr Gesicht raus. Okay. Der droht mir wieder. Auf jeden Fall, wenn man keine Argumente mehr hat, Fashion, dann macht man das ja, perfekt. Also außerdem ist sowieso sehr umstritten die Gründung oder die Inszenierung der palästinensischen Nationalbewegung und Nationalität, ne? Also die Fahne Palästina unter der Name Palästina, der ist ja also als
der Name Palästinenser, der ist ja erst in den 60er Jahren ist inszeniert worden, um quasi dort ein gewisses Nationalgefühl zu erwecken, um dieses dann gegen Israel und die Juden zu instrumentalisieren, genauso wie es jetzt auch getan wird. Ne? Davor waren das einfach nur Araber-Leute, davor waren es theoretisch Jordanier. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. So, außerdem kommt ja nochmal dazu. Frage stellen, eine Frage. Außerdem kommt ja nochmal dazu, dass um einen souveränen Staat zu gründen, man vielerlei Prämissen erfüllen muss, wie beispielsweise irgendeine Art von stabiler politischer Struktur, Infrastruktur, Stromwerke, Wasserwerke, Gesundheitsministerien, Schulsysteme und so, also Forschung, Entwicklung, man braucht Industrie, man braucht Dienstleistungssektor, man braucht so vieles, um einen souveränen Staat, Militär. So, es gab keinen einzigen Zeitpunkt, in dem der Gazastreifen und oder das Westjordanland all diese Prämissen erfüllt haben, Korruptionsbekämpfung und sowas, dass sie überhaupt einen souveränen Staat ausrufen könnten. Also es liegt nicht daran, dass ich nicht wahrhaben will, dass es einen palästinensischen Staat gibt. Die Fakten geschichtlich besagen es. Und auch wenn man sich das logisch anschaut, kann man nicht sagen, dass es ein souveräner Staat ist, Leute. Und ich verstehe, dass man aus nationalistischen Gründen oder aus Zugehörigkeitsgründen des Islams zum Beispiel unterstützen möchte. Man sollte sich schon Gedanken machen, was unterstützt man da und ist es wirklich von außen betrachtet, unabhängig von irgendeiner religiösen, subjektiven Meinung, wirklich das, wofür man einstehen sollte. Man sollte viel lieber für die Menschen in Palästina einstehen, dass sie sich von der Hamas trennen, dass sie ihre Menschenrechte bekommen, dass Frauen und Männer gleichgestellt werden, dass sie Presse- und Meinungsfreiheit haben. Ja, in anderen Ländern, in denen ähnliche Bedingungen geherrscht haben, sind Bürgerkriege ausgebrochen. Und wie das geendet ist, das Land brach ein Chaos aus und die Menschen mussten flüchten. Und das passiert dort nicht. Warum nicht? Ich denke, weil unter anderem die palästinensische Bevölkerung mit der Hamas durchaus sympathisiert. Und das ist auch nochmal ein anderes Thema. Und da passiert einfach nichts, es geht einfach immer weiter. Der moderne Terrorismus wird dort weiterentwickelt, weiter vorbereitet. Ich sage nicht, dass die gesamte Bevölkerung daran beteiligt ist oder das möchte. Im Gegenteil, ich bin mir sicher, dass der Großteil der zivilen Bevölkerung das eigentlich nicht möchte, aber auch keine anderen Möglichkeiten hat. Dann lass mich, entschuldige, Muko, aber dann lass mich, gib mir 3-4 Minuten, ich lese euch das vor, was bei Wikipedia steht, damit wir das, was Beats for You gesagt haben, nochmal einigermaßen irgendwie. Aber was in ist das eine sichere Quelle, Wikipedia? Was war Wikipedia kann man drüber streiten, aber es nein, das ist aber, glaube ich, keine sichere Quelle, wenn man das jedes Mal sichern kann. Theoretisch kann man irgendwas rausholen und vorlesen, was in die Karte spielt. Ja, bitte, Wikipedia, wenn du eine andere Quelle hast, gar kein Problem, aber Wikipedia... Wir wollen ja jetzt nicht Text vorlesen. Darf ich noch ein paar Fragen stellen, Beats? Fashion, naja, ich kenne Leute, die... Nein, du weißt, ich bin sachlich. Du bist nicht sachlich, Fashion, du bist ein Witz. Ich bin immer sachlich. Ich möchte nur eine Frage stellen. Du oben bist, ja, Fashion. Bist du für eine Zwei-Staaten-Lösung oder nicht? Also es gab schon eine Zwei-Staaten-Lösung und Israel hat es insgesamt 7-mal versucht, wieder eine Zwei-Staaten-Lösung einzuführen. Das hat jedes Mal nicht geklappt. Also wer bin ich, um dir sagen zu können, ob es richtig oder falsch wäre. Von mir aus sehr gerne. Ob du für eine Zwei-Staaten-Lösung. Israel bleibt so, wie es ist, einfach so, wie es ist und danach unberührt sein wird von irgendwas. Was wird keine Zwei-Staaten-Lösung geben. Was Wikipedia uns gibt, ist einmal der Staat Palästina. Das kann man danach prüfen. Du kannst ja auch die Quellen nachlesen. Und es gibt einmal Palästina. Also, dass nicht ganz Palästina ein Staat ist, das ist das, was aus Wikipedia das zu entnehmen ist. Das sind die Philister. Ja, das aber die Philister. Das doch alles. 1967 wurde Palästina gegründet von der PLO. Es war aber nie ein anerkannter und souveräner Staat.
Ja, schön. Das sind alles Fakten. Ja, also, und außerdem 1967 ist ja sogar nach. Dankeschön. Genauso wie ich gesagt habe, in den 60er Jahren wurde das Ganze inszeniert, um eine Nationalbewegung gegen Israel zu. Beats, warte mal kurz. Führ deinen Punkt gerade bitte noch gerade aus. Danach würde ich gerne Schmetterling zu Wort kommen lassen. Danke. Ja. Ja, danke, genau, also ich wollte einfach, ich wollte mich sowieso nur wiederholen. Schmetterling, bitte, du kannst reden. Erstens, der Friede und die Gnade sei mit uns allen. Ich weiß ganz genau, wie ihr euch alle fühlt. Das ist ein harter Kampf, momentan mit Religion. Wir müssen aber eins bedenken, dass es momentan sehr schwer ist, weil wir nicht wissen, was Sache ist. Okay, jeder hat das verstanden. Da ich den Heiligen Geist in mir trage und der Jesus zu mir erkannt hat, möchte ich euch bitten, friedlich zu sein und nicht mit Hass, Gewalt oder sonst irgendwas durchzukommen. Weil ich merke hier, die Frauen, die drin sind, die haben viel Zorn in sich. Versucht das mal ein bisschen runterzustufen und die Wahrheit zu erkennen. Das hast das du gut, bringt sehr gut was ist denn die Wahrheit? Moment, Leute. Die Wahrheit, guck mal, die Wahrheit, meine Liebe, ist, dass Palästin nicht Palästin ist. Guck mal, weil es Palästin mein Herzenskind, ich sag dir das aus Liebe jetzt. Israel wurde angegriffen von Hamas. Und Gottes Zorn zieht sich gerade über die ganzen Hamas-Leute vereint. Spürst du das nicht? Guck mal, wie viele gewalttätige Zornen kommen jetzt aus Gott. Was passiert gerade momentan in Palästin? Das Land zertrümmert. Ja? Gottes Zorn ist in euch. Aber ihr welches habt Land Gott zertrümmert? Sein Wort nicht geglaubt. Ihr habt dem Islam nachgefolgt. Ist kein Problem. Ich folge doch nicht dem Glaube. Es ist für mich kein Problem. Aber jetzt, guck mal, Gottes Zorn steigt mehr. Was passiert in Palästin? Gewitter kommen, Donner kommen. Und ihr erkennt das immer noch nicht, weil, guck mal, laut dem Koran steht geschrieben, warte mal, Jesus soll ja Moslem sein. Jesus ist kein Moslem. Das ist schon mal falsch. Bist du Muslime oder in euren islamischen Schriften steht, ist falsch. Sie ist Christin. Ich bin eine Assyrerin, das älteste Volk der Welt. Ich spreche die hebräische Sprache. Assyrer, das sind. Leute, warte mal, ich will mal, dass ihr. Und deswegen sage ich dir. Ja, sprich mal bitte Hebräisch. Guck mal, du lässt mich nicht mal aussprechen, weil du die Wahrheit nicht erkennen willst. Ich verstehe gerade nicht, was du hier sagen möchtest. Ja, Schmetterling, aber sprich mal, was ich hier sagen möchte. Aber sprich dann doch lass mal mich ausreden, dann wirst du mich auch verstehen. Lass mich mal Hebräisch sprechen. Ich will Nein, sehen, du hast ein Problem, Schmetterling. Du hast geschrieben, Jesus ist der König der Juden in deiner Bio. Und damit hat Richtig, er ist der König. Nein, und aber er wird auch immer der König bleiben. Schmetterling. Assyrer, das sind Christen aus Syrien. Das ist eine ganz kleine christliche Minderheit aus Syrien. Ich bin aus aber dem das sind Irak. Assyrer kommen, aber die kommen aus wirklich. Deswegen heißen sie Assyrer. Es gibt auch Kirchen in Deutschland. Assyrisch für Kirchen. Richtig. Aber ich komme nicht aus Syrien. Du hast gesagt, du ich komme aus dem Irak. Sprich mal bitte Hebräisch. Bist du für das, dass der Krieg Ja, das ist nicht Hebräisch. Das weißt du ja. Das ist Arabisch. Ja. Hob, eine Frage. Das ist nicht Arabisch. Du hast gerade nicht Hebräisch. Rede mal Hebräisch. Sag mal einen Satz. Schlamalach. Das ist kein Hebräisch. Doch. Das ist Assyrisch, Aramäisch und Hebräisch. Ein Mix? Ein Mix, natürlich. Weil ich eine Christin aus dem Irak bin. Aber ich kann auch Hocharabisch. Das ist das Problem, weil ich den Koran auf Hocharabisch gelesen habe. Und ich weiß ganz genau, was richtig und was falsch ist. Okay, gut.
Darf ich jetzt auch mal eine Frage stellen? Dankeschön für deinen Beitrag. Dankeschön, Leute, lass mich mal eine Frage stellen. Schau jetzt, Hope, willst du, dass der Krieg endet oder willst du, dass die ganzen Araber in Palästina sterben? Antworte ehrlich, was du letztens mal geantwortet hast. Willst du, dass alle Araber sterben? Du hast letztens geantwortet, dass alle Araber sterben sollen in Palästina. Die sollen sterben. Natürlich hast du das gesagt, Hope. Wir wollen schon mal drinnen mit dir in der... sollen ganz bestimmt nicht alle Araber sterben. Warte, lass ihn noch mal kurz aussprechen. Was habe ich gesagt? Alle Araber sollen, was? Die ganzen Palästinenser sterben sollen, sonst werden alle Israelis sterben. Hast du das gesagt oder nicht? Nein, das habe ich nicht gesagt. Natürlich hast du das gesagt. Warte, warte, lass sie mal. Wir waren mal bei kurdischen Demokraten live. Dann warst du noch bei Cello live, dann hast du noch die Leute beleidigt, dann wurde, ich weiß noch nicht, ob warte du mal, warte mal, ich habe gesagt, alle sollen da sterben. Du hast eine große Nase, Hope. Glaub mir. Muko, wenn guck du mit mal, mir nicht klarkommst, Muko, nee, wenn du nicht klarkommst, dass ich größere Eier habe als du, dann bitte komm hier nicht und erzähl irgendeine Scheiße, weil ich bin nicht so mein Schatz. Natürlich bist du Scheiße. Leute, hört doch mal auf, euch gegenseitig zu beleidigen. Hört doch auf jetzt. Guck mal, wer ist diese Frau, die spricht gerade? Wer bist du? Ich habe gesprochen. Genau so. Leute, bitte, ich bin doch nicht so blöd, dass ich genau, deswegen, ich will gerade mit dir sprechen jetzt. Ja, aber guck mal. Ja. Guck mal, die Liebe und die Gnade sei mit dir. Lass dich nicht von Menschen ansetzen oder sonst irgendwas. Ich merke, du bist eine Frau, aber guck mal, ihr Frauen im Islam, ihr habt gar nichts anzusetzen. Die ist keine Muslima. Die ist keine Muslime. Die ist keine Muslime. Was ist sie? Was ist denn Jüdin? Na, aber du hast trotzdem recht mit dem, was du sagst. Ich werde für dich beten heute. Ich bin stolz darauf, dass du dich so durchsetzt. Ne? Lass dich nicht von diesen Menschen unterdrücken. Lass dich nicht von diesen Menschen, weil ich Gottes Geist in mir habe. Lass dich nicht von diesen Menschen falsch weiterleiten. Mach das, was du für richtig hältst. Und ich bete für dich und gebe dir Kraft. Dankeschön, ich mache das. Glaub mir, ich habe kein Problem. Ich werde mit jedem hier fertig. Aber ich werde für dich dreifach beten, Dankeschön. Weil das ist das Beste, was es gibt. Und möge der Herr dir nochmal 200 Kraft geben. Hauptsache, du tust weitermachen und lässt dich nicht von diesen dummen Menschen interpretieren oder sonst irgendwas. Mach dir keine Sorgen, ich werde weitermachen. Ich werde jeden hier auseinandernehmen, gar kein Problem. Ich küsse dein Herz, ich küsse deine Zunge, ich küsse dein Haar, ich küsse deine Nagelhaut. Das israelische Militär, ne, die zielen ja nicht auf die palästinensische Zivilbevölkerung ab. Die zielen auf die Hamas ab. Und das sind dann, wie sagt man im Krieg, so widerwärtig, wie sagt man? Kollateralschäden, ja, so nennen die das dann, wenn dann auch Zivilisten sterben. Aber darauf zielen die Israelis ja nicht ab. Aber internationale, wie viele Hamas-Kämpfer sind bisher gestorben? Ganze Menge. Ich glaube, über 8.000, 9.000 von den 10.000, die sie haben. Weißt du das? Von den 15.000 Zivilisten sind 8.000 Hamas-Kämpfer gestorben. Ich habe lieber 15 Juden hinter mir als 15 Muslime. Ganz ehrlich. Ja, ist auch toll. Aber das ist ja nicht das Ziel, verstehst du? Ich glaube nicht, dass Israel in Palästina da einfach die Zivilbevölkerung, wenn das stimmen würde, ja. Dass Israel die Zivilbevölkerung, wenn das stimmen würde, dann wäre es ein Genozid, dann wären das schwerste Kriegsverbrechen, die die Zivilbevölkerung töten wollen. Aber hast du mir richtig zugehört, Hope? Wenn das stimmen würde. Ich rede doch gerade nicht mit dir. Das Schmetterling redet neben dir. Ich bin das. Ach so, und ja. Ich kann dir aus eigener Erfahrung erzählen, ich komme aus dem Irak. Ich bin eine Assyrerin. Ich komme aus dem Irak. Ja. Und meine ganzen Vorfahren wurden versklavt, vergewaltigt und hast du nicht gesehen. Meine Eltern sind vor 40 Jahren hierhin geflüchtet. Wir haben das Christentum in uns. Und wir haben es am Leibe gespürt. Meine Brüder, meine Geschwister, meine ganzen Vorfahren. Und ich sag dir, vom Herz, der Islam hat nichts mehr mit Frieden zu tun. Hat nichts mehr. Die vergewaltigen
die versklaven, die verstückeln sogar die Menschen. Meine Mutter war im Heiligen Haus, die haben ein Nazareth-Zeichen angesetzt. Aber ich würde nicht sagen, dass diese Worte auf den ganzen Islam... Schmetterling, du hast noch Familie im Irak, oder nicht? Ich habe Familie in Irak, in Syrien, ja, und die gehst du jeden Sommer besuchen. Weißt du, was die tun? Und du warst mal ganz kurz. Die tun ein Nazareth-Zeichen an deren Haus ansetzen. Warte, du gehst jeden Sommer besuchen. Aha, Fashion, hör dir das mal an, lieber Fashion, ja. Nein, warte, die geht jeden Sommer ihre Familie besuchen und keiner will sie da töten. Komischerweise, was sie da voll labert, die ganze Zeit, die Muslime sie töten wollen. Ihre Familie lebt im Irak. Und du kannst ja nicht über ihre persönlichen Sachen reden, das wird sie besser wissen als du. Wenn sie sagt, was sie da in Nazareth-Zeichen an ihre Häuser machen, dann wird das wohl stimmen, lieber Fashion. Fashion, kannst du sie bitte aussprechen lassen? Weil ja, das, bitte. Guck mal, wenn sie erzählt über ihre Familie, sorry, tut mir leid. Musst du das bitte akzeptieren, weil jemand über seine Familie redet, okay? Ich habe nicht über ihre Familie geredet. Ich habe gefragt, ihre Familie lebt im Irak noch. Hat sie mir zugestimmt, ja. Guck mal. Fashion, darum geht es jetzt nicht. Meine Familie lebt jetzt hier in Deutschland. Mein Vater ist nach Deutschland gekommen vor 50 Jahren. Er hat den ersten Golfkrieg nach Iran geführt und hat gesagt zu Saddam Hussein, ich möchte das nicht mehr. Ich komme aus dem ersten Golfkrieg. Mein Vater ist geflüchtet und er hat gesagt, das, was in Irak passiert, das ist ein Genozid. Das ist, hat nichts mehr mit Politik oder sonst irgendwas zu tun. Das ist ein Genozid zwischen Religionen. Saddam Hussein hat selber gesagt, ich kann eine Religion kann ich über eine Herrschaft stellen. Was hat Saddam Hussein gemacht? Er hatte Christen, Juden, Jesiden, Sunniten und Aleviten und unter einen Kamm geschert. Und das war mein Vaters Truppe. Aber dann wurde der Islam radikal. Hat alles vergewaltigt. Meine eigene Mutter. Sie hatte ein Nazareth-Zeichen auf einmal in ihrem Haus. Das heißt, hier lebt ein Christ. Meine Mutter, die hatte eine Goldkette an mit einer Maria-Zeichen. Die Truppe kam an meine Mutters Haus an, hat angeklopft und wollte meine Mutter ermorden. Mein Vater ist runtergekommen und hat gesagt, ich bin rechte Hand von Saddam. Die haben sich direkt verkrochen und haben das nächste Haus gesucht, um Menschen zu vergewaltigen, zu plündern und hast du nicht gesehen. Meine Mutter hat gesagt, Islam ist der größte, schädlichste Menschengesetz, was überhaupt auf diesem Planeten gibt. Meine Mutter hat danach zu mir gesagt, Soyana, weil ich habe einen heiligen Namen. Soyana heißt auf Assyrisch, Hochhebräisch, heiliges Brot. Die hat gesagt, das, was wir in der Heimat erlebt haben, nimm das mit in deine Zukunft, damit du denkst. Meine Mutter ist gestorben. Und bis heute nehme ich das heute mit. Fühle ich das, weil mein Vater, der rechte Hand von Saddam war, der den ersten Golfkrieg nach Iran geführt hat, hat Todesstrafe bekommen, weil er sich für die Familie entschieden hat. Weißt du, was ich meine? Also nochmal zurück. Schon vier Kinder. Also nochmal zurück. Saddam Hussein hat gesagt, lass sie doch mal kurz aussprechen. Ja, ich verstehe gerade was in der Geschichte nicht. Also dein Vater war Kommandeur von Saddams Tötungseinheit. Von Saddam Hussein, das war so eine Tötungseinheit, die in den Iran eingemarschiert ist. Dein Vater war eine Tötungseinheit. Saddam Hussein Saddam Hussein war ein guter Mensch. Und dein Vater hat unten drunter gedient. Er hat, ganzen Militäreinsätze. Ja, aber dein Vater war Militärsoldat und hat das unterstützt, was Saddam Hussein befohlen hat, bis er am Ende irgendwann sich entschieden hat, nichts mehr dafür zu machen. Doch, hast du gerade gesagt. Guck mal, Saddam Hussein war ein guter Mensch. Wie ist dein Vater so hochgestiegen, wenn er das nicht gemacht hat? Du verstehst das nicht. Doch. Das ist das Problem. Im Irak. Wenn du einmal Militär bist, weißt du, was das heißt? Fashion, lass sie doch mal ausreden. Wenn du einmal im Militär bist, im Irak, musst du bis zu deinem Tod sterben. Aber mein Vater hatte meine Mutter
Und wir sind Gott sei Dank 6 Kinder jetzt auf die Welt gesetzt worden. Musst du auf deine Familie scheißen? Das ist der islamische Staat. Scheiß auf deine Familie. Jetzt geht es ja aber ganz weit auch ab vom Thema. Deswegen muss ich einfach unterbrechen. Lass mich das nochmal sagen. Saddam Hussein war ein Diktator. Und dann hat mein Vater gesagt, Diktatoren sind keine guten Menschen. Leute, sie will doch mal eine Geschichte über sich erzählen. Was ist los mit euch? Dein Vater hat deine Mutter gerettet. Fashion, sei mal leise, ich schmeiß dich gleich runter. Sag mal, hast du keinen Respekt? Ja, aber warte, ihr Vater hat deine Mutter gerettet. Nein, jetzt hör doch mal auf, Fashion. Halt einfach mal die Klappe. Kannst du nicht 5 Minuten kurz warten? Sie redet zu Ende, dann kannst du deinen Senf beitragen. Mein Vater hat sich für die Familie entschieden, für die Kinder, anstatt für das Land. Und dann hat mein Vater die Todesstrafe bekommen. Und dann, wo mein Vater die Todesstrafe... Jetzt muss ich um meine Familie kämpfen. Jetzt, weil der Islam ist... Ist... Letzten Tag, wo er die Todesstrafe ist, er über die Toilette abgehauen, ist einmarschiert zu meiner Mutter und hat gesagt, pack all deine Sachen, wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir getötet. Da meine ganzen Onkels Peschmerga waren, haben die Grenzen aufgemacht und das ganze Militär des Islams, wollten meinen Vater tot sehen. Dann haben die meinen Opa gefoltert, meinen Onkel gefoltert. Das ist der Islam. Und mein Vater ist durch Druck ins Botschaft gegangen von Iran. Und mein Vater hat gesagt, ich war Saddams rechte Hand. Hier, ich habe 5 Städte von dir erobert. Und jetzt, ich will raus. Ich will nur mit meiner Familie sein. Ich habe keinen Bock mehr auf den Krieg. Dein Vater hat Menschen umgebracht. Dein Vater hat Menschen umgebracht. Die kennen den nicht. Das ist die Wahrheit. Ihr wisst nicht, was für eine Traumatisierung das ist. So, Leute, das höre ich ja raus. Aber Fashion, jeder soll das kriegen. Leute, seid doch mal bitte leise. Ja, die sollen nicht lügen. Ihr Vater ist dieser Schmetterling, wenn du fertig bist. Deswegen hat er die Todesstrafe bekommen. Bitte sag dann, dass du fertig bist, dass die anderen reden können, okay? Aber ganz harter Tobak, was du uns auch erzählst, Schmetterling. Ich bin wieder ruhig. Leute, was ist das für ein Respekt, was ihr da habt? Die erzählt gerade was über ihre Familie, Leute. Ihr Vater hat Menschen umgebracht. Und dann ist er desertiert und geflüchtet. Was redest du da? Ihr Vater war Kommandeur von Saddam Husseins Einheit. Achso, sorry. Ich habe gedacht, du redest. So, Fashion, jetzt gehst du raus, weil du musst ein bisschen Luft holen. Du musst jetzt ein bisschen Luft holen unten, weil du nicht verstehst, ja? Sie wird jetzt hier gerade, erzählt die uns von ihrer Familie und das interessiert dich anscheinend nicht. So, Schmetterling, mach weiter. Was ich auf jeden Fall sagen will, kümmert euch immer um die Liebsten, die um euch sind. Alles andere ist unrelevant. Mein Vater weiß, was er mir beigebracht hat. Er hat mir beigebracht, selbst der Tod stand mir nah, aber für mich war die Familie an erster Position. Und das ist A und O. Alles andere, was mir jetzt gesagt wird von diesen Propaganda Leuten oder sonst irgendwas, interessiert mich nicht. Weil mein Vater hat das Richtige gemacht. Er hat uns nach Deutschland gebracht. Wir sind 6 glückliche Kinder. Und mein Vater steht bis heute zu uns. Und mein Vater hat das erlebt, was er erleben musste. Weil im Irak kannst du nicht entscheiden. Und wenn jemand sagt jetzt, ja, aber der hat das gemacht. Ja, leb mal in Irak. Fühl das mal, spür das mal. Du kannst nicht mitreden. Kannst du nicht. Also sei ruhig auf deinen Sitzen. Wahrscheinlich hattest du ein liebliches Leben in dein Leben. Aber wenn du es nicht hast, rede einfach gar nicht mit. Weil mein Vater hat das Richtige gemacht. Und im Endeffekt hat er uns zu dem gebracht, was wir heute sind. Stolze irakische Assyrer. Und er hat meine Mutter in Sicherheit gebracht, uns Kinder als in Sicherheit gebracht. Das, was ein Familienvater auch in jeder Situation
hätte machen müssen. Und ihr redet, er hat das. Ja, leb mal in Irak. Da will ich mal wissen, wie ihr das gemacht hättet. Ganz ehrlich, wie willst du unter diesem Regime leben? Wie? Mein Vater hat es geschafft, aus diesem Regime rauszukommen. Wie hättet ihr das gemacht? Ihr hättet es nicht mal geschafft, weil ihr keine Eier dafür hättet. Und ihr redet, ja. Ihr lebt in Deutschland, ihr habt Bürgergeld, ihr habt das. Ihr kennt noch nicht mal diese Phase, was im Irak abläuft. Würdet ihr diese Phase im Irak kennen, würdet ihr nicht mal mitsprechen können. Und ich schäme mich einfach vor euch. Ich schäme mich. Und ich kann euch nicht dann als Männer sehen oder sonst irgendwas. Mein Vater, wenn ich jetzt vor ihm stehe, ich habe vollstes Respekt vor ihm. Weißt du warum? Weil der mir Ehre, Kraft, Stolz, alles geschenkt hat. So, Schmetterling, eben ist dein Vater verstorben. Wenn du jetzt wieder vor ihm stehst, du hast jetzt wirklich viel geredet. Und du hast dich, das hört sich sehr traumatisch an. Deswegen würde ich da gerne einen Cut machen, dass wir da nicht weiter jetzt reinstochern. Weißt du, dass du diese Kommentare nicht hören brauchst, nicht lesen brauchst und dich selbst uns gerade hochbringst. Und an dich ist das Thema auch ein anderes. Nee, wir können Darf ich jetzt kurz dazu was sagen? Danke für euch. Ihr seid wirklich sehr liebvoll. Möge Gott euch das Größte geben, weil ihr mir zugehört habt. Weil Dankeschön. Es ist immer ein Geben und Nehmen, weißt du? Ihr hört jemanden zu, ihr entnimmt etwas, dass ihr Erfahrungen in eurem Leben sammelt. Das ist leider so. Und ich habe jetzt gemerkt... Ich habe eine Frage. Warum sollen die ganzen Muslime sterben, in deiner Meinung nach? Hast du die Muslime schon in Deutschland erlebt? Was hast du jetzt? Die Muslime sollen nicht sterben. Wir sind Christen. Wir sind friedlich. Aber die Muslime wollen ja, dass wir Juden, Christen, Jesiden alle sterben. Keiner Muslim will. Das steht in dem Islam. Das steht in dem Islam. 27 Tötungsgefahren. Guck mal, ich habe das in meiner Heimat erlebt. Du kannst jetzt den Koran so schön reden, wie du willst. Schmetterling, bitte. Nein. Respekt, oh. aber... Rebell, du bist hier hochgekommen, du hast doch nicht mal Hallo gesagt, okay? Sei mal bitte okay, leise. Okay, ich wollte auch Hallo sagen, bis... Du wolltest Hallo sagen, du bist auf sie gesprungen. Warte doch mal ganz kurz und dein Ton, ja? Dein Ton. Nee, ich geh mal raus dann. Dann sowas... Ja, besser ist es für dich. Ja, besser ist es. Also, jetzt nochmal, darf ich kurz intervenieren? Wollt ihr mir auffoltern, als Muslim? Was wollt ihr denn? Sie ist doch kein Moslem. Nein, wollen wir nicht, Rebell, aber... Wollt ihr mich auch foltern, weil ihr gefoltert seid? Wir müssen dich doch nicht foltern, dein Islam macht das doch. Was für ein Thema ist das? Dein Islam macht es doch. Die sagt doch, alle Muslime sollen sterben. Hat Mukorek gehabt. Wer sagt das? Sie hat das gesagt, Schmetterling hat gesagt. Ich habe nie gesagt, dass alle Muslime... Schmetterling hat das nicht gesagt. Wann hat sie das gesagt? Das ist ja unglaublich. Was lebst du denn hier? Hier gibt es auch Muslime in Deutschland. Das hat sie nicht... Rebell, hör mal zu. Herr Rebell, hör mir jetzt ganz kurz zu. Wenn du hier hochkommst und irgendeine Scheiße erzählst und ihr Wörter in den Mund legst, dann bist du hier falsch. Dann bist du hier falsch. Hör mal zu, wenn du so einen Gedanken hast, dann kann ich dir leider nicht helfen, ja? Boah, ich küsse dein Herz. Gibt es eigentlich jemanden hier, den Chat führt? Wo sind unsere Modis? Ich hoffe, die schlafen nicht. Moritz oder so hieß der doch, ne? Ja, also ich hatte die Kommentare eigentlich gefiltert. Ich wollte nur noch mal eins sagen. Also ich finde, das ist eine sehr traumatische Geschichte, die da gerade erzählt wurde, genauso wie du das geschildert hast oder gesagt hast. Und es tut mir fürchterlich leid. Aber es gab da diverse Widersprüche und es tut mir leid, dass du all dieses erlebt hast. Aber wir können nicht jeden anderen hier rausschmeißen, wenn... Nein, kein Problem. Ihr könnt ihn einfach reinlassen. Warum sollen wir nicht rausschmeißen, wenn er kommt und sagt, sie hat gesagt... Ja, ihr könnt jeden rausschmeißen, den ihr wollt. Das ist ja euer Stream, aber... Warte mal, er ist hierher gekommen und hat gesagt... Er hat gerade gesagt, sie hätte gesagt, dass sie will, dass alle Muslime sterben.
Ja, das hat sie nicht gesagt. Das habe ich auch gesagt. Aber sie hat auch gesagt, ihr Vater ist gestorben und dann war der Vater. Hör mir mal zu, wenn sie das sagt, dann ist es so, okay? Bitte? Ja, die ist emotional. Lassen wir das. Also ihr Vater stirbt und dann ist ihr Vater wieder da, das ist so. Wir werden jetzt nicht mit ihr darüber diskutieren, was sie da erzählt hat, okay? Das ist jetzt diese Sache. Wir werden jetzt nicht mit ihr darüber diskutieren. Genau, das meine ich nämlich. Das sollte man jetzt mal abschließen. Also, was haben wir denn für schöne Moslems bei uns im Stream, die hochkommen wollen und darüber reden wollen? Ich hätte da nämlich eine Frage an einen. Das war meine Gefahr. Ja, was hast du für eine Frage? Was bist du denn überhaupt für eine Konflikt? An einen Moslem. Du bist Moslem, ja? Ich bin Agnostiker. Nein, ich bin kein Moslem, ich bin Agnostiker. Ich hätte eine Frage an einen Moslem. Ich war vorhin in einem anderen Chat und da hieß es, bitte? Aber danke, meine Liebe, für die Unterstützung. Ne? Ich küsse dein Herz und ich werde heute auf jeden Fall für dich beten. Möge der Herr und die gnädige Seele alles über dich rufen. So, können wir doch einen Moslem hier hochholen? Ja, klar kannst du einen Moslem hochholen. Ich kenne ja die ganzen Islamischen. So, schon gerade. Lerry, du bist eine Muslima, ja, ich hoffe. Nee, nicht. Oh, das ist ja kein Moslem. Das ist dann ist egal, Krankheit. Doch, lasse Hose hoch. Die schreit nur. Die hat nee, nicht schreit. Ich habe von denen Respekt, die mich respektieren oder uns alle respektieren. Wir sind alle Menschen. Oh. Okay? Hallo, David, ist jetzt eine Muslima da? Darf ich Schmetterling eine Frage stellen? Mariama ist Muslima. Saddam Hussein war ein Sunnite. Warte mal, deine Lüge werde ich jetzt aufdecken. So, jetzt zeige ich dir. Genau, Saddam Hussein war ein Sunnite. Ich habe die rausgeschmissen. Wir werden jetzt nicht über ihre Geschichte reden. Ich habe auch keine Lust mehr. Du hast jetzt 10 Minuten Redezeit gehabt und das tut uns auch allen leid. Und du hast Mitgefühl bekommen, aber jetzt ist auch mal wieder gut und wir wollen zum Thema zurück, weil das ist auch nicht aber die Telefonseelsorge. Aber trotzdem hat Saddam Hussein ein Tempel gehabt, wo mein Vater eigentlich hat er gehabt, aber und das ist auch nicht die Telefonseelsorge hier. Ein heiliges hör mir mal zu, und Maria in seinem Tempel. Hör mir mal zu. Wenn sie hier reden möchte, dann wird sie reden, okay? Wir sind hier auch dafür da. Wenn jemand irgendwas erzählen möchte, ja, und seinen Druck rauslassen möchte, dann kann er das. Ja, aber wir haben hier ein Thema. Ja, andere dürfen das anscheinend nicht. Darf ich kurz einmal fair Propaganda. Dein Thema ist ja immer Propaganda. Mein Thema ist nach der Ehrlichkeit und Wahrheit. Und mein Vater hat gesagt, Saddam hatte einen Tempel. Und mein Vater war in diesem Tempel drin. Und Saddam selber, der war Sunnite, aber er hatte ein heiliges Bild von Maria und Jesus über den Kopf am Stehen. Und dann hat mein Vater selber Saddam gefragt, wortwörtlich. Und da brauche ich euch nicht als Menschen oder sonst irgendwas, weil das der Wahrheit entspricht, hat er den gefragt, mein Vater, warum hast du dieses Bild? Der so, weil Jesus heilig war und Maria heilig war. Und mein Vater hat gesagt, du bist doch ein Sunnite. Und mein Vater hat den Koran gelesen. Mein Vater ist ja nicht dumm. Und da hat er gesagt, aber der Koran ist vielfältig. Das heißt, zweideutig. Mein Vater ist aus dem Tempel rausgegangen und dann hat er seinen besten Freund gesehen, ist zum Tempel reingegangen und da hat Saddam gesagt, dein bester Freund wird jetzt gequält. Mein Vater wollte es stoppen, weil mein Vater gutherzig ist. Weißt du, was mein Vater gesehen hat mit seinen lebendigen Augen? Dass Saddam 2 Krokodile angesetzt hat und seinen besten Kollegen zerfleischt hat. Ja, mit Krokodilen. Also dann ist das Entschuldigung. Ja, also jetzt ist aber und auch Moritz, aber ich muss das ganz klar mal sagen. Schmetterling ist zu emotional, um sich öffentlich dazu zu äußern. Ja, Schmetterling, guck mal, wir werden jetzt weitermachen. Danke für deine Wörter, ja. Wir werden jetzt weitermachen mit dem Thema. Der Larry hatte irgendwelche Fragen. Ein Thema. Okay. Ist nicht böse gemeint, okay? Nein, alles gut. Okay, da waren 2 oben, aber ich weiß jetzt nicht, wo die hin sind. Ich weiß jetzt nicht, ob der Big Buddy ein Moslem ist. Ja, wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Bist du ein Moslem vielleicht?
Was lieber meine Mutter, um das mal kurz, also erstmal einen schönen guten Morgen oder. Kann man da ist ein Albaner 02, der ist das bestimmt. Was also, ich habe einen kurdischen Halbbruder und meine Mutter ist zum Muslimen konvertiert als junger Mensch. Okay, weil der. Also, darf ich das nochmal? Frage. Genau. Ich war vorhin in so einem anderen Chat und da wurde gesagt, also da war auch ein sehr lauter Muslim vertreten. Und der war der Meinung, wir könnten denen ja gar nichts antun und wir könnten uns nicht verteidigen, weil die sowieso, wenn die sterben, dann im das nächste Leben wäre viel wertvoller und so weiter. Auf meine Frage, warum die sich denn nicht gleich alle umbringen, sagte er dann, das wäre... Bitte? Redet ihr gerade vom Fashion? Fashion? Larry, Abu Hamza. Ja, wer soll sich jetzt umbringen? Ich fahr kurz raus. Kannst du es bitte einmal für mich noch wiederholen, damit ihr drauf. Also, wenn der muslimische Glaube sagt, dass dieses Leben gar nicht so wertvoll ist, ne, was wir gerade führen, sondern erst das Leben danach, dann wäre es doch von der Logik her eigentlich recht simpel zu sagen, ja, das beende ich ganz schnell und hab dann danach das. Nee, das ist, entschuldige, Larry, aber also, das ist dann Nihilismus und das heißt, das Leben ist, macht alles eh keinen Sinn, kannst machen, was du willst, nichts. Also, Nihilismus gibt eh nix, wär, und unser Leben bringt nichts und das ist in jeder Religion so, im Christentum, ja, bei den Moslems, bei den Buddhisten, bei den Hinduisten also, so, dass. Ja, aber er hat es ja so gesagt. Und Nihilismus ist ihre schlechteste Option ist. Also, das hat auch. Nee, ich bin kein Moslem, aber das ist ja Quatsch, was du da gerade redest. Moment, das war doch seine Aussage. Also, wenn wir gegen. Also, wenn es jetzt ein Kampf da weiter ausbrechen würde im Nahen Osten, dann wäre selbst der Tod für sie ja eine Erlösung. Die Voraussetzung im Christentum, wenn du stirbst, die Voraussetzung im Buddhismus und die Voraussetzung im Islam, wenn du stirbst. Was hast du davor getan? Das ist ja bedeutend. Also wir haben das Problem und das wissen wir zum Beispiel, das haben und wir in Gaza so und eins noch, sofort an, bitte. Warte, Leute, und warte, sofort. Leute, ich bin ganz einfach zum Kopf und wenn man da hochkommt, muss ich eine halbe Stunde zuhören oder wie? Nein, das aber der so. Host möchte bitte reden. Ich meine, das ist hier der. Ja, also das Problem ist halt, wir haben halt leider in Gaza, da wurde halt jedem jedem Zivilisten wurde gesagt, hier, wenn ihr sterbt, wenn ihr werdet ihr zu Märtyrern. Wenn ihr im Kampf gegen die israelische Armee sterbt, das hat selber der Chef der Hamas gesagt. Er hat gesagt, wir sind stolz, ein Volk von Märtyrern genannt zu werden. Wir werden diesen Preis auch zahlen. Wir wissen, dass in den Schulen in Gaza unter anderem, dass da den Kindern beigebracht wird, dass die auf das Märtyrertum vorbereitet werden, dass denen das als was sehr Positives dargestellt wird, dass denen beigebracht wird, hier tötet die Juden. Das wird denen in den Schulbüchern beigebracht, in den Kinderserien wird denen das beigebracht. Die ganzen Sender sind voll davon, das Märtyrertum im politischen Islam als solches wird als etwas unglaublich Positives geschrieben. Mohammed selber hat gesagt, wenn ich könnte, dann würde ich sterben als Märtyrer und wieder zurückkommen, sterben als Märtyrer und wieder zurückkommen, sterben als Märtyrer und wieder zurückkommen. Also das Märtyrertum wird derart glorifiziert und das Leben auf dieser Erde und den Kampf für Allahs Sache wird glorifiziert. Das glaube ich. Ist aber auf keinen Fall gleichzusetzen mit einem Suizid. Wahnsinn. Doch. Ja, nö, aber ein Suizid ist auf gleichzusetzen. Keinen Fall gleichzusetzen mit ich möchte mal einklinken. Zum Beispiel, ich weiß nicht, Hope, was du das vorhin der gesagt hat, die Aussage war, und das hat mich richtig geärgert, du fingst an, den Herrn H. zu erwähnen. Das ist eine große Sache, ne? Ich möchte mal dazu, und das hat mich richtig geärgert, und ich bin froh, dass ich jetzt hochgekommen bin, um das mal euch mal wirklich zu erklären, als, ich lache es jetzt mal so, ich bin ein geborener Deutscher, aber von einer Generation, wo ich sage, mein Urgroßvater war Tscheche, der war auf See, auch in Hamburg, und ich möchte selber dazu sagen, und ich möchte mal so ein paar Sachen erklären, wie ich das aus meiner Sicht so sehe, ist,
Wer erlaubt sich als Mensch oder als Politiker, als wir sind eigentlich, wir, wo wir jetzt gerade reden, wir sind kleine Leute, ne? Wir werden jetzt nicht in Massen was ändern an dieser Welt hier gerade. Wir können uns gerne darüber unterhalten und unsere Ansichten hier sagen. Der Punkt ist nur der, und auf den Punkt auch wirklich zu kommen ist, wer erlaubt sich bitte Kriege auf dieser Welt noch zu führen? Egal welcher Gedanke dahinter steckt. Wenn wir das doch mal so sagen, ne, würde ich doch einen Punkt mal ganz wichtig erkennen. Warum können wir unsere Religion nicht geheim halten? Hä? Wer sagt uns das? Zu meinen, ach, Juden, das sind schlimme Leute, ne, wegen der. So, die wollten ja damals alles an sich reißen in Deutschland. Deswegen gab es so eine kranke Fantasie mit Ministerium, was dann geschaffen wurde, was wirklich über 10 Jahre da wirklich so solche Grautaten begangen hat. Und eine Sache fand ich sehr interessant. Ich habe die Tage einen polnischen Film gesehen. Da ging es darum. Und das vergessen viele in der Geschichte. In Polen wurde einmarschiert. Und wer hat sich an die Seite von Deutschland gestellt erst? Und da war schon klar, dass spätestens ein Jahr später auch das deutsche Volk gegen Russland Krieg führen würden. Die Russen waren es doch, die hingegangen sind und mit aufgeteilt haben und das aber Land mitbesetzt haben. Genau, nein, Polen nein, wurde aber, aufgeteilt. Natürlich war ja, das du so. Du kannst doch nicht sagen, die wussten, dass sie angegriffen wurden. Es war doch klar, dass Stalin und der Stalin-Hitler-Pakt hat Polen aufgeteilt. Das ist ja auch nicht das Thema. Was hat denn das jetzt auch mit dem Thema zu tun wiederum? Kann ich euch sagen, was damit zu tun hat? Es gibt genug Länder, gibt, die Kriegstreiberei betreiben. Es gibt genug Länder, egal ob... Ja, das macht Russland heute noch. Ja, die überfallen ja gerade die Ukraine. Ja, aha, genau, richtig. Ja, aber du musst bedenken, ne? Der politische Krieg, der wird von den Illuminaten geführt. Und wer sind die Illuminaten? Oh Gott. Also ich bin jetzt... Oh, schönen Abend noch. Vorsichtig. Das sind die Freimaurer. Ja, die sind die alles groß jetzt auf Freimaurer. Moment. Dann könnte ich ja auch einer sein, weil wenn ich jetzt so eine Aussage tätige, ich sehe mich als Separatisten. Ich gehe nicht links-rechts-politisch. Ich gehe nicht links-rechts-politisch. Ich gehe gerade vor Gott. Vor Allah. Genau. Ich kann sagen, ich gehe gerade vor Gott. Ich kann morgen zum Islam konvertieren, wenn ich damit einverstanden bin. Kannst du gerne. Genau. Aber das wird mich nicht retten. Das wird mich nicht retten. Und das wird mich auch nicht retten. Das wird dich ja auch nicht retten. Weißt du warum? Weil Mohammed, guck mal, weil ich die ganzen Hadithe gelesen habe, Mohammed, der wurde ja nicht von Gott gesandt. Das ist die Wahrheit. Und das wissen wir. Mohammed hatte Selbstmordgedanken oder sonst irgendwas. Und der Mohammed, der blind war, ich sag jetzt nicht blind, er konnte nicht schreiben, er konnte nicht lesen. Er wurde von einem Engel offenbart, ja? Mhm. Er wurde erwürgt, dass er eine Offenbarung auf die Welt. Also Mr. Big Body, was hat denn jetzt das Thema Ukraine-Russland-Krieg mit dem Thema, welches hier angefangen zu tun? Ich rede allgemein von Kriegen. Du hast mir, glaube ich, nicht richtig zugehört. Allgemein Kriege sind nicht das Thema. Weil der Krieg kommt ja eigentlich ausführlich. Ist das ein religiös begründeter Krieg, der gerade in der Ukraine geführt wird? Hat das was mit Religion zu tun? Genau, das geht da um Ressourcen, meiner Meinung nach, und um Eitelkeiten, weil Herr Putin, aber das ist nicht das Thema. Wie gesagt, wir machen jetzt noch zehn Minuten und da würde ich gerne noch über das Thema reden, nämlich über den politischen Islam, ob das eine Gefahr für unsere Demokratie ist. Also, dann nochmal kurz, Ukraine finde ich ja spannend, bin ich ja sehr bei dir, weil habe ich selber gekämpft. Ich bin Bundeswehrsoldat, war auch in der Ukraine. Also was hat das mit Religion zu tun da? Nix.
Und warum glaubst du, hat Putin diesen Angriffskrieg geführt? Das sind im imperialistische Bestrebungen, weil Putin ein... warte mal, international, der Moritz ist gerade hier, hat euch was gesagt, dass wir zurück aufs Thema kommen, ja, die nächsten 10 Minuten. Also kein Putin, kein Ukraine. Der Horst hat geredet, also wenn er was sagt, dann passiert das auch, okay? Dankeschön. Moritz, ich gehe, dann mach die 10 Minuten noch. Und ich wünsche euch eine super Nacht. Ja, danke, dir auch. Danke, dass du da warst. Wohin gehst du? Schlafen. Nein. Arbeiten. Ich brauch dich doch. Alles gut. Gute Nacht. Ciao. Gute Nacht. Schlaf gut, meine Liebe. Also, machen wir jetzt noch 8 Minuten gerade zum Thema. Ich würde vorschlagen, jeder hat noch 1 Minute, um dazu was zu sagen. Und ja. Und dann wer soll denn anfangen? Wer soll anfangen? Ja. Ich soll anfangen? Ja. Okay. Möge die Gnade und die Liebe des Herrn Jesus Christus mit euch allen sein. Da ich die Bibel komplett kenne und auch den Islam komplett kenne, ich habe das Buch auf Hocharabisch gelesen, möchte ich euch eine Sache mitgeben. Der Frieden und der Heilige Geist soll mit euch allen sein. Ihr dürft euch nicht von diesen Menschen ein bisschen vereinblassen oder sonst irgendwas. Weil die haben die Zunge der Schlange. Das ist leider so. Das habe ich gemerkt in den Jahren, in den Merkmalen, wo ich überhaupt alles prophezeit habe oder sonst irgendwas. Ich wurde als Heuchlerin abgestempelt vom Pierre Vogel. Wurde ja, also nochmal, das hatten wir eben schon zum Thema politischer Islam, was wir gesehen haben, was ich als Resümee ziehen kann, ist, dass die Moslems uns hier gesagt haben, sie sehen keinen klaren Unterschied zwischen politischem Islam und religiösem Islam. Also heißt das im Endeffekt, der Islam generell ist wohl ein Problem, kann moderat ausgelebt werden. Dann braucht die Bundesregierung aber auch die Kontrolle über die Institutionen, die den Islam vertreten in Deutschland. Und nochmal by the way, hier wurde auch ganz viel abseits gequatscht. Also da sollte dann auch mal irgendwie, also hier das, was die letzte halbe Stunde, danke, aber trotzdem toller Stream gewesen. Ich möchte mich erstmal bedanken, dass ich auch noch hier hochkommen konnte. Ich hätte auch gerne was dazu beigetragen. Mir kam aber generell auch im Sinn viele Kriege, die derzeit in den Grad nach Corona geführt werden, möchte ich einfach nur abschließend sagen, egal welchen Glauben ihr verfolgt, egal welche Rasse ihr seid, Art von Mensch, solange ihr Menschen seid, ich wünsche allen Menschen da draußen eine gesegnete Zeit vor schwierigen Zeiten. Ich wünsche mir, dass die Liebe in sehr vielen Menschen einkehrt und die Vernunft euch nicht fehlleiten zu lassen von, sag ich mal, von Regierungen und oder auch, sag ich mal, von den Herrschern dort, die dort meinen, Kriege führen zu müssen. Guten Tag. Ich habe kein Problem an sich mit dem politischen Islam, aber ich bin der Meinung, dass der politische Islam in Konflikt mit der demokratischen Grundordnung in Deutschland steht. Der politische Islam hat in der Tat seinen Platz, und zwar in der islamischen Welt. Und da ist auch nichts schlecht dran, das ist der natürliche Ausdruck dieser Zivilisation dort unten. Und da ist auch nichts falsch dran. Es gibt ja hier, haben wir auch unsere Christdemokratie, und politisches Christentum, wobei wir davon weg sind, wir sind jetzt eher in einer aufgeklärteren Zeit. Aber dennoch ist es einfach die natürliche Ausdrucksweise der Völker dort unten und es hat seine Berechtigung.
wird nur dann zum Problem für unsere demokratische Grundordnung, wenn wir das hier in Deutschland haben. Aber an sich ist es kein schlechtes System. Es ist ein mögliches System, eine Möglichkeit, wie man einen Staat organisieren kann. Also das waren auf jeden Fall richtig gute Worte von jedem, muss ich ehrlich zugeben. Dankeschön. Dennoch von dir auch. Dennoch werde ich euch für alle beten. Möge der Herr Jesus Christus für alle da sein. Ihr seid sehr friedliche Menschen und das ist die Hauptsache. Alles andere ist unrelevant. Ich bete nur, dass wir keine Unterdrückung mehr bekommen, weil ich aus dem irakischen Land komme. Und ich sprichst du jetzt von deinem Land oder sprichst du von Deutschland? Ich bin eine Deutsche. Ich bin eine Christin, Deutsche. Bist du jetzt allgemein von deinem Land oder von Deutschland mit Unterdrückung? Für alle. Ich bete für alle. Nicht für ein Land. Ich bete für alle. Ich Was hast du denn noch zu sagen? Bitte? Ich habe Gottes Segen in allem. Ja, Gottes Segen sei auch mit dir. Und ich glaube, du hast wirklich ganz viel Redezeit gehabt die letzte Stunde. Idris, was hast du uns denn zu sagen? Hallo, ich bin schon ein bisschen länger da. Ich versuche hochzukommen. Ich muss noch was dazu sagen. Und zwar zu Schmetterlingen. Also ich wünsche mir nicht unterbrochen zu werden. Und zwar geht es darum erstmal, ich möchte erstmal auf den Punkt eingehen, dass sie gesagt hat, dass Gottes Zorn jetzt auf Gaza ist, weil sie Israel angegriffen haben. Du kommst aus dem Irak. Wo war Gottes Zorn, als die Amerikaner 1 Million Iraker getötet haben? Die meisten Soldaten von Amerika waren Christen. Ist jetzt der Christentum automatisch schlecht? Richtig. Nein, ich rede keinen schlecht. Aber du hast gesagt, der Islam hat nichts mit Frieden zu tun. Ich bin eine Mesopotamierin. Ich habe das erlebt. Du kannst du hast nicht erlebt, mit mir ja, aber es heißt nicht, du kannst nicht, aber du kannst nicht den Islam. Weißt du, was die mit uns gemacht haben? Der Islam. Aber weißt es war was nicht der Islam. Nein, es war nicht der Islam. Nein, das war der Islam sagt nicht, Islam. Tötet Assyrer. Du kannst nicht schön reden. Beweis es mir. Wo steht es im Islam? Ich habe es am Leben. Warte mal, es steht mehrfach drin. Im Koran stehen mehrere Tötungsbefehle. Da gibt es Tötungsbefehle im historischen Kontext, mein Lieber. Nein, nicht im historischen Kontext, sondern im Allgemeinen, generell im Kriegsfall. Und da wir wissen, dass es das Dar al-Harb, das Haus des Krieges, und dass da Islam, das Haus des Islams gibt, befindet sich der Islam, und das hat Mohammed selber gesagt, bis zum jüngsten Tag im Kriegszustand. Al-Bukhari. Mohammed hat selber gesagt, mir wurde befohlen, gegen die Menschen zu kämpfen, bis sie sagen, la ilaha illallah. Erst dann ist ihr Eigentum und ihr Besitz vor mir sicher. Okay, wisst ihr, was Isnad ist? Guck mal. Ich frag dich. Warte, bitte beantworte meine Frage. Wartest jetzt mal kurz. Ich komme aus dem Irak. Ja, Unterwerfung. Islam bedeutet Unterwerfung. Nein, nicht Islam. Ja, Isnad. Meine Mutter hatte eine Kreuzkette an. Eine goldene Kreuzkette. Mit einer Maria-Kette. Die Truppen sind an meiner Mutter gekommen und haben das nächste Haus erschossen. Die haben gesagt, ihr seid Amerikaner, ihr habt nichts mit dem Islam zu tun, konvertiert oder gibt unser Vergelt. Die haben gesagt, das kleine Mädchen hat gesagt, meine Mutter kommt jetzt. Weißt du, was meine Mutter mit eigenen Augen gesehen hat? Dass dieser islamische Staat ihr einen Kopfschuss gegeben hat. Also Idris, was war nochmal deine Frage? Du bist ja kein IS-Unterstützer, oder Idris? Bist du ein IS-Unterstützer? Auf gar keinen Fall, nein. Genau. Was war nochmal deine Frage? Aber der IS repräsentiert nicht den Islam. Unterfordern oder genau, sonst? Was war deine Frage? Ja, aber warum? Wir haben jetzt Schmetterling hat ganz viel geredet. Eine Sache möchte ich Idris auch sagen. Schön, dass du auch hochkommen konntest hier, aber meine Sache dazu, welcher Gruppierung gibt das Recht, und das ist auch bewiesen, dass von reichen arabischen Ländern die finanziert werden, und da könnt ihr jetzt alle schreien, wie ihr wollt, und das ist so, die Geschichte ist geschrieben, ne?
woher kommt das ganze Geld? Warum, ach, wir wissen doch, mein Gott, Europa unterstützt das doch auch. Punkt erstmal nicht. Ja, Punkt der, Punkt nicht. Dass diese, dass Hamas auch, Hamas wird, ne, die kriegt die Gelder aus arabischen Ländern finanziert, um diese Kriege dort zu führen. Folgendes, ganz wir würden kurz, aber jetzt kurz. Mal für heute Schluss machen. Wir haben gesagt, wir machen bis 10 nach. Wir müssen jetzt auch mal schlafen gehen. Wie gesagt, wir machen so, auf jeden Fall, werden wir die Tage nochmal. Komm mal bitte, noch eine Frage, ihr habt mir die nicht beantwortet. Wisst ihr, was Isnad ist? Was ist das denn? Ich frage Schmetterling nicht? Und Isnad. Schau mal, wenn du so fragst, dann sagst du einfach. Ist das was ist Isnad? Etwas wisst ihr das? Verleugnung? Bitte? Nein, wenn ihr nicht wisst, was Isnad ist, diskutiert nicht in Hadith-Wissenschaft. Sahih al-Bukhari. Ja, was ist das denn? Dann erzähl uns einfach, was ist das? Guck mal, warte, ich kenne das selber nicht. Sei doch mal ruhig. Schmetterling, du hast ganz viel geredet. Dann sag doch mal, Idris, was ist denn das? Ich habe den Koran auf Vorarabisch gelesen. Oh mein Gott. Weil ich bin aus dem Irak. Ich kann Hocharabisch. Mein Vater, ich habe den mit dem zusammen gelesen und mein Vater hat mich gewarnt, Er ist komplett eine Gefahr für die Seele. Ja. Ich habe es nicht verstanden, ich habe es gelesen, ich habe den Koran auf Hocharabisch mit meinem Vater gelesen. Weißt du, was mein Geist passiert ist? Ich wurde und dann habe ich wieder angefangen, die Bibel zu lesen und dann habe ich wieder die Liebe verspürt. Aber Schmetterling, du bist von Geist. Du meinst nicht eher das Wort Besinnung? Weil Besinnung? Du Gottes Geist Besinnung? Nicht in dir hast. Du hast aber Gottes Besinnung. Geist nicht in dir. Okay. So, wir können das gerne, folgendes, wir können das gerne morgen die Tage besprechen. Ich werde morgen nochmal einen Stream aufmachen, aber wenn wir jetzt in die Rechtswissenschaften, in die islamischen Rechtswissenschaften noch einsteigen, dann sitzen wir noch um 4 Uhr da. Also wir können das gerne die Tage besprechen. Ja. Idris, du kannst dann gerne nochmal reinkommen, dann können wir das Thema gerne nochmal besprechen. Aber ich habe auch gesagt, hier, wir machen jetzt nur bis 10 nach. Ja, ich möchte mich auch kurz bei dir bedanken. Eine Sache möchte ich noch fragen, wenn das okay ist. Aber ist mein Grundgedanke nicht richtig? Wem erlaubt es, Kriege überhaupt zu führen? Nur weil hochrangige. Hast du total recht? Gebe ich dir recht? Schau mal, das ist jetzt eine philosophische Frage. Das ist eine philosophische Frage. Der Krieg an sich ist ein Verbrechen, aber faktisch müssen leider manchmal Kriege geführt werden, auch wenn das der Krieg ein einziges Verbrechen ist. Aber das ist jetzt eine komplett philosophische Frage. Die werden wir aber jetzt ein paar Das kann ich beantworten können. Jetzt auch noch mal sagen. Erlauben tut das Ganze derjenige, der das meiste Geld und die meisten Ressourcen hat. Der kann sie führen und der kann das erlauben und durchziehen. Guck mal, Leute, ich bin gerade hochgekommen. Ich muss auch gleich wieder gehen. Ich muss nur ein paar Wörter sagen, um abzuschließen und mich bedanken. Und ich möchte sagen, das sind viele Themen hier, die noch offen sind. Es hat mich gefreut, dass ich hier mit hochgekommen bin. Ich fand es auch vorhin ein bisschen durcheinander, dass die Hope mal reingeschrien hat, Fashion reingeschrien hat. Ich finde es gut, wenn man so diskutieren kann, dass mal eine Person mal reden kann, sich aussprechen kann. Ich guck mal, wenn ich morgen oder die nächsten Tage, wenn ihr mal live seid, wenn ich wieder hochkommen kann. Und ich bedanke mich auch wieder bei euch, dass ich hochgekommen bin. Ich bedanke mich auch bei dir. Starke Wort von einem jungen Menschen, vielen Dank. Ja, wie gesagt, dann kann ich lade dich ein, du kannst gerne die Tage ruhig nochmal hochkommen, dann können wir das Thema nochmal im Einzelnen besprechen. Wie gesagt, wenn wir jetzt die Rechtslehren im Islam nochmal jetzt aufmachen, wie gesagt, da sitzen wir nochmal ein paar Stunden her, da möchte ich mir aber auch gerne Zeit für das Thema nehmen und nicht, dass wir jetzt hier ein paar Minuten abfrühstücken. Schreibt doch eine Erklärung noch kurz. Das wird jetzt Stunden dauern. Wenn das okay ist morgen. Weil ich bin halt poetisch und philosophisch unterwegs. Ist halt nur mal so. Aber ich hoffe, damit hat man keine Probleme. Okay. Darf ich auch kurz was sagen? Dann würde ich sagen, schlaf gut und wir sehen uns dann, ist ja eigentlich schon morgen, sehen wir uns dann später. Ja. Alles klar, ich wünsche euch auch eine gute Nacht und vielen Dank, dass ich hochkommen konnte. Jo, ciao.